Hallöchen, da sind wir wieder, Skylar und Duke bei Star Stable. Hallo Leute. Wir waren schon lange nicht mehr hier. Wir müssen erstmal sehen, was hier jetzt los ist. Überall sind Luftballons. Ich glaube, es ist eine Party hier irgendwo. Ja, schaut so aus. So. Na, passt ja. Ja. Was machen wir denn jetzt? Hier steht jemand. Ja. Lift die Festverantwortliche. Mal sehen, was sie zu sagen hat. Alles Gute zum Geburtstag. Oh, eine Geburtstagsparty. Na, ist ja Wahnsinn. Kommen wir ja gerade richtig. Und oh, Feuerwerk. Na, Bombe. Jede Im Menge Sinne des Wortes. Wo ist die Party? Wessen Geburtstag feiern wir? Muss ich ein Geschenk mitbringen? Nee, wo ist die Party, oder? Ja. Die Feierlichkeiten finden alle in Moorland statt. Na, wie immer. Komm nach Moorland und feier mit. Es gibt lustige Aktivitäten und Torte. Na. Torte. Okay, möchtest du jetzt sofort hin? Ja, bitte. Oh, Direktreise? Na. Bo. Okay. Star Stable. Warte mal einen Moment, bitte. Ja. Ich hab mich echt, mein Pferd hat schlechte Laune. Ja, wie man sehen kann. Ich habe mich echt nicht um ihn gekümmert, weil wir waren ja lange nicht hier. Deswegen muss ich jetzt einen gemeinsamen Moment mit meinem Pferd haben. Noch keiner verfügbar. Na, unglaublich. Bei mir auch nicht. Gut, dann streichle ich ihn wenigstens. Okay, ich vermisse ein bisschen meine Revolver, aber... ja, man fühlt sich so schutzlos, ne? Na ja, gut, ich glaube, ja die brauchen nett. Wir hier nicht. Ja, hier sind alle nett. Okay, da ist sie ja wieder. Mal schauen, was sagt sie denn? Hallo und willkommen auf der Party. Wir wünschen uns alles Gute zum Geburtstag. Ein weiteres glorreiches Jahr auf Jorvik liegt hinter uns. Ich freue mich unbändig, dir unsere Geburtstagsfeier zu präsentieren. Na, das ist doch toll, oder? Komm, ich zeig dir, euch, wo die Feier stattfindet. Oh. So. Jetzt haben wir erstmal Raketen. Moment, ich muss mal was schreiben. Ja, mach mal. Uhu. Oh, wir kriegen Feuerwerk. Sehr schön. Ich liebe Feuerwerk. Was sollen wir denn hier machen? Eine Torte bauen. So. Hier haben wir einen Laden. Oh, kein Laden. Das heutige Geburtstagsrennen startet. Warte. In Hollowoods, viel Glück. Okay. Wollen wir hier nicht mal nach rechts gehen? Da glitzert's. Da war ich gerade. Das... Hier schon? Nee, hier ist das Geburtstagsrennen in Hollowoods. Ah. Gibt's denn hier Walkie-Talkies? Mehrere Shops. Ah, Shops sind immer gut. Shoppen. Ja, müssen wir, du hast das gerade gelesen, ich war ein bisschen abgelenkt. Sollen wir das einsammeln? sammelt sich automatisch ein. Hey, Monchili. Hi. Ja, ich kann nicht antworten. Strange. Hm. Na, egal. So, es gibt ein Pferd, oder? Ach, das ist ein Gast. Ich dachte, das, ach, das kann man kaufen. Ein Pferd auf dem Flur. Das Geburtstagspferd. Das Seelenross ist das. Wie man unschwer erkennen kann, bereits im Besitz. Ich habe es schon. Ja. Das Seelenross habe ich auch schon. Du hast dich ja echt in Schale geschmissen, Skylar, mal wieder, ja? Ja, du bist ein bisschen dick angezogen, finde ich. Also jedenfalls im Verhältnis zu mir. Im Verhältnis zu mir. Eigentlich friere ich ja eher als du, oder? Wisst ihr, was musste ich ja von Red Dead mit rüberbringen? Deswegen habe ich mein Western-Outfit. Ja. Ja, auf alle Fälle sehr cool. So. Shops.
Ja, bereits im Besitz. 600 Starcoins. Ja. Brauchen wir nicht, haben wir schon. Das gab es doch damals geschenkt, oder? War das nicht so? Ja, wir haben es noch geschenkt bekommen. Und da wir ja hier umweltbewusst sind, sammeln wir gleich noch ein bisschen Müll. Okay, ich zumindest. Ich muss mich erstmal wieder einreiten hier. Hier, da glitzert noch was. Bei mir ist hier kein Recycling. Fotografierst du gerne, dann ist diese Leinwand vielleicht das Richtige für dich. Ich liebe es zu sehen, was für Ideen unserer kreativen Gäste damit kommen. Ja, aber jetzt nicht. Ich reite mal weiter. Und mal hier. Ein paar unserer Gäste würden vielleicht gerne eine kleine Abenteurertour mit dir unternehmen. Sprich doch mal mit ihnen, wenn du Lust auf ihre Gesellschaft hast. Eine Hier ist Abenteurertour. Evergrey. Evergrey, altes Haus. Ich kann mit ihm Alte reden hier. Socke. Sehen, was sagt er denn? Ich kann gar nicht mit ihm reden. Dafür absteigen? Klar. Und daneben steht Gary. Er kennt mich nicht mehr. Er will nicht mit mir reden. Ja. Ist ja auch Gary nett, ne? Aus Goldzahn. den Augen, aus dem Sinn. Na egal, weiter Hier. geht's. Wen haben wir denn hier stehen? Partymusik. Guck mal, hier steht jemand. Bonnie! Oh, Bonnie sieht hier auch sehr Die verändert aus üblichen noch. Verdächtigen. Nach dem Ab. Ey, wir können irgendwie noch mit gar keinem reden. Naja, Bonnie hat sich ja erstmal schick gemacht. Aber wir können picknicken. Immer. Na komm, Duke, du willst doch wieder das Tanzbein schwingen. Hallo. Na logen. Ich kann gar nicht mehr laufen hier. Ich Yo. mach's erstmal langsam. Wie geht das? Wie geht Wieso kann das? ich nicht tanzen? Naja, bei mir wurde nicht angezeigt. Ja, bin immer noch der alte Echt nicht? Dancer. Kann hier nur Nee, einer einfach aufdrücken tanzen? und dann auf 4. Nee, bei mir wird nicht angezeigt. Ich kann gar nichts. Warte mal. Warte mal, ich gehe noch mal kurz weg. Oh, das tut mir aber Mit leid. dem Kopf in die Torte. Ah, Geht ja. doch. Na, siehst du, kannst du auch nicht verkneifen. Gleich wird wieder losgedanced hier. Erstmal was trinken. Prost. Ach komm, wir gehen mal weiter. Wir haben noch später Zeit dafür. Okay. Ist doch nicht Ja, mein muss es Pferd. kurz sein. Mein Pferd? Tatsächlich. Ich kann irgendwie nicht laufen. Ich muss ganz langsam angehen lassen, ja. Nicht, dass du jetzt sagst, komm, wir rennen mal los oder so. Dann fällt es vielleicht nicht so auf. Oh, hier ist die ganze Soul Rider Gang. Ja, komm hier, lass mal Musik machen. Okay? Warte, Wer ich war würde das erstmal die überhaupt? Walkie-Talkies abreiten. Ach komm schon. Gleich. Können wir da überhaupt was machen? Würde ich mit der Band spielen? Hier ist ein Walkie-Talkie. Ah, hier ist Feuerwerk. Komm, ich habe Okay, hier gerade kann. Raketen bekommen. Ja, ich muss ein bisschen Raketen abschießen. Oh Mann. Kommt gar nicht klar. Kann ja Kein so lange tanzen. Problem. Ich zünd meine Rakete. Ja. Ich zünd meine Rakete. Ah, mir ist wieder eingefallen, wie man rennt. Okay, mach mal. Hab ich schon. Okay, Oh, du wahrscheinlich hast hast du nicht hier auf mich nicht. Ja, gewartet. ich Noch nehme eine. die Riesenrakete hier. Okay. Hab ich keine? Doch. So, jetzt. Achtung! Ja, ich bin bereit. Oh, hinter uns. Groß neuer. Nein, nicht Prost, Neujahr. Schön. Geburtstag. Du hast doch auch Weiß welche. ich doch. Ich würde mir die noch aufheben. Soll ich auch eine zünden? Ah, kommt es nicht Feuerrad. besser, wenn es dunkel ist?
gut, ich habe noch vier blaue. Wo sind denn die blauen? Hier, die kleinen. Naja, die sind nicht spektakulär, aber egal. Hey, reit mich mal nicht über den Haufen hier. Oh, ich möchte auch so eine Torte als Hut. Ja, die gibt es bestimmt hier irgendwo im Laden. Oh, ich möchte auch so einen Tortenhut, ja? Okay, ich besorge dir einen. Und wir gehen mal gucken. Okay. Alles gut. Wollen wir nicht mit der Band spielen? Weiß ich nicht. Ich glaube, wir können nur tanzen, oder? Kann es sein? DJ Kai ist wieder da. Nee, diesmal können wir nicht mitspielen. Nee, wir können nur tanzen. Ja, ich kann nicht Ja, was tanzen. heißt Wo nur? tanzen wir denn? Du hast oben Ah, rechts ja. unter der Minimap dieses Minisymbol da. Ja, gleich wieder Hast du Breakdancer, verschiedene Skylar. Tänze? Nee, ich gucke. Sonst Können sind wir wir wie in verschiedene Tänze? Zeitlupe. Komme mir eh alles so langsam vor. Hilfe! Reitet mich um. Ganz schön frech hier. Na, echt? Ja, jetzt habe ich einen gemeinsamen Moment mit Angelo. Angelo sieht in letzter Zeit fantastisch aus. Denk dir all deine Pferdepflege-, Bewegungs- und Fütterungsroutinen zu notieren. Muss es auch ausprobieren. Überlege ein paar schöne Fotos von Angelo zu machen. Ja. Mal gucken, ich will auch. Da schwirrt ein dicker Käfer um die Nase von Grand Champion. Mach keine große Sache draus, beug dich vor und verscheuche den Käfer. Ich verscheuche den Käfer. Ist ja wohl selbstverständlich. So, okay. Komm, stell dich mal neben Angelo. Mach von euch ein Foto. Ich? Ja. Wer sonst, ne? Ganz schön So. aufdringlich. Ach da, du bist das. Ich wollte schon sagen, ganz schön aufdringlich hier die Oh, Leute. du hast ja deine Spinne als Haustier, sehe ich gerade. Okay, so. Steht dein Pferd hinter mir im Weg. Ja, egal. So, ja, Hey, dein ja. Pferd stört jetzt. Ich kann kein Foto machen. Warum? Ja, weil das mir über die Schulter guckt. Aber egal. Hä, jetzt bist du weg. Na klar, ich reite ein Stück zur Seite. Warte mal. So. Okay, seid ihr bereit? Ja. Okay. Tschüss. Oh, du stehst ja da ganz schön. Mit deinem Pferd! Naja, klar, machen wir doch. So. Lächeln. Jing. Cheese. Alles klar. Fertig. So, was sollen wir jetzt hier machen? Wieder zurück? Ach, wir sollten uns doch mal die Läden angucken. Du wolltest doch einen Tortenhut. Ja. Also kommt drauf an, was der kostet. Was hast du eigentlich für ein Pferd? Ich hab mir Ein American. belgisches Warmblut. Oho. Ho, Howdy. Ich hab ein. Was hab ich für eins? ho. Was hast du denn für eins? Oh, hier gibt's Masken. 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 Ja, aber wenn ich die Masken, dann habe ich ja keinen. Oh Gott, wie sehe ich denn aus? Dann ist mein Bart weg. Das kann ich nicht machen. Ich habe auch ziemlich viele Masken schon, obwohl die Masken kommen cool. Was gibt's hier denn für komische Bärte, sag mal? Nee, die stehen mir nicht. Vielleicht hier die Schweinsmaske. Nee, also lass mal. Also der Laden ist nix für mich.
Hier gibt's Knaller. Feuerwerkshop. Ja, aber ich muss doch den Hut finden. Wo ist der Hut? Ich gehe mal hier rüber, ja. Ich gar keinen anderen Laden. Nicht, dass ich... Doch, hier drüben. Ach nee, das sind ja Leckereien. Pferdeleckereien. Ja, eins ist mir ja geblieben. Okay, hier ist die Garderobe. Bei Red Dead kann man auch sein Pferd rufen. Ja, kann man das jetzt auch. Aber erst auf einem bestimmten Level, oder? Ja, ich hab das schon. Ah. Du hast recht, habe ich eben erst bekommen. Mit Level 11. Ich finde das voll unfair. Was? Ne, ich meine, ich möchte... Ach, hier ist ein Jahrestag, glaube ich. Wette. Dass ich hier vielleicht... Hier, Pferdeleckereien. Pferdegeburtstagstorte. Okay, hier ist es. Hier gibt's Pferd... bestimmt... Ja, ich muss mein Pferd mal... Nö, hier gibt's hier nicht. Doch! Mit Mohrrüben. Geburtstagstortenhut. Soll ich mir den holen? Ja, wenn du möchtest. War ja sehr diplomatisch. Ich hole lieber meinem Pferd hier so eine Geburtstagstorte. Eine Pferdegeburtstagstorte. Ja, das kann ich ja auch noch machen. Das war die hier. Jorvik-Schillinge. Ich hole mir den. Aber hier gibt es auch noch andere schöne Sachen, möchte ich dir nur sagen. Vielleicht kriegt er ja dann bessere Laune. Er hat ja eine üble Laune. So, Angelo, jetzt bekommst du erstmal eine schöne Torte. Ich hoffe, sie schmeckt dir. Okay, gekauft. Wieso ich hab's getan. Toll. Ich komme mal zu dir, ja? Ich bin die mit der Torte. Achso, ich muss ja wieder rausgehen. Ich will gleich losflitzen. Kann man nochmal sein Pferd füttern? Lalalala. Ja, normalerweise müsste ich dich doch sehen. Wir sind doch in einer Gruppe. Ich stehe hier bei den Pferdeleckereien. Ja, ja, guck mal. Hey, cool. Kann man die auch essen? Staunst du, ne? Kann man die auch essen? Warte mal. Geiler. Bravo. So, jetzt musst du mir nur noch sagen, wie ich mein Pferd füttern kann. Also ich meine, ich kann es ja füttern, aber nicht mit der Torte. Kannst du nicht auswählen unter Q? Also unter Q füttern und dann... Ja, nee, da kann ich füttern, aber da ist na, denn aus dem Rucksack raufziehen bestimmt, da habe ich oder? Jetzt auch, hab ich zum Anfang geht gesagt. Auch nicht? Ich meine, ich versuch's mal. Na, warte mal, ich kaufe mir auch mal was. Doch, ja, einen bestimmten Punkt. Eben ging's noch. Hä? So, was nehme ich dann? Hahaha! Boah, haut sich die ganze Torte ein. Hafer- und Gerstentorte? Ich hab die erste genommen. Bananenkuchen. So was nachtrinken. Ja, Futter braucht er jetzt nicht. Warte mal. Ach. Oh, da ist ein Lager. Jetzt renne ich hier mit der Torte auf dem Kopf rum. So, wir haben alles durch. Ja, ne, warte mal, ich muss mein Pferd erstmal füttern. Bist du denn? Ich sehe dich gar nicht. Freut sich voll das Rohr. Ne, wie willst du mich übersehen hier mit der Torte auf dem Kopf? Na okay, hier haben ziemlich viele eine Torte auf dem Kopf. Nein, ernsthaft? So. Ich komme. Da bist du, okay. Wir haben das jetzt, also ich habe alles durch, alle Walkie-Talkies, jetzt kann ich wieder zu Liv. Ach so, ich natürlich nicht. So, jetzt weißt du alles, was es über die Geburtstagsfeier zu wissen gibt. Denk dran, du kannst mich jederzeit noch einmal ansprechen, um dich an eine Herausforderung zu wagen und ein paar wirklich süße Sammelgegenstände zu bekommen. Wow, jetzt habe ich noch mehr Feuerwerk. Wow, also hier können wir ja jede Menge machen. Das ist ja genau das Richtige für dich. Auftrag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Aufträge können wir machen.
Der Moorlandmeister, goldene Hufeisensammlung, Ballonrennen, Rennen des Tages, Hinweissuche, Geburtstagsscherze, kommentierte Touren, Tortastrophe. Okay. Boah. Was machen wir zuerst? Und entscheide du. Wir machen den Moorlandmeister. Okay. Hallo, hallo, meine Freundin Ramona kümmert sich dieses Jahr um die Quiztrails. Ramona ist exzentrisch. Sie hat sich wahrscheinlich kostümiert. Aber du erkennst sie an den Geburtstagsballons. Spiel einfach mit. Wenn sie in eine Rolle geschlüpft ist, beantwortet die Quizfragen und holt dir einen Preis. Boah, ich bin voll außer Übung, als ob ich noch irgendwas weiß hier. Noch mehr Feuerwerk. Ja. Oder wollen wir die alle starten einfach schon? Ja. Wir starten die alle. So. Da gibt's nur Feuerwerk. Also ernsthaft, da kannst du ja. Ja. Das ist ja trotzdem ein bisschen traurig, oder? Schon, ja. Boah, dann haben wir bestimmt, naja, alles voll auf der Minimap. Wir wissen überhaupt nicht mehr, was wohin gehört. Auf jeden Fall ist eine gute Idee. Big Bonnie hat irgendwelche Scherze auf Lager. Okay, fertig. Ah, ich sehe da ein grünes Ausrufungszeichen. Da können wir gleich schon mal hin. Ach, Frau Holzworth backt wieder eine Torte. Wir müssen ihr garantiert wieder helfen. Hallihallo, möchtest du einen kleinen Hinweis haben? Ja, bitte doch. Lu, die Hinweisgeberin. Die müssen wir uns merken. Ich liebe Rätsel so. Und harte Nüsse aller Art. So reich an Schätzen. Okay, ein Hinweis in der Scheune des alten... Ich weiß, wo die Scheune ist. Aber er tanzt ja, wie ein junger Gott. Naja, Jasper natürlich. Ja. Der tanzt ja, gut, wie ein junger Gott. Sollen wir jetzt dahin? Nee, die ist hier, seine alte Scheune. Nee, ich meine zur Scheune. Ja, ja. Ah, hier drüben. Bin schon da. Ja. Die Gästeführerin. So, Touren abgeschlossen. Wo bist du denn? Hier drüben, beim grünen Ausrufungszeichen. Wir wollten doch zur Scheune. Hier sind überall welche. Na, ich bin doch da. Warte. Naja, ich bin drin. Ich auch. Da liegt ich muss was. Mich bloß, ich muss mich, ich kann bloß nicht gerade laufen. Bleib ich überall mit meiner Torte hängen. Oh, wie kann ich das nicht anklicken? Ach doch. Kann ja nichts anklicken. Vielleicht ist das nicht die richtige Scheune. Ach da, andere Seite. Oh Mann. Kann man nur so blind sein. Erster Hinweis. Du findest einen Zettel mit einem weiteren Hinweis. Na. Zweiter Hinweis. Reite dorthin, wo einst Moorland übernommen werden sollte. Die Übernahme konnte jedoch durch den Mut eines jungen Mädchens verhindert werden. Ja. Duke? Ja, bitte? Nee, weißt du wohin? Nach Moorland, würde ich mal sagen. Ja, ach. Aber wohin? Na, ich gehe erstmal hier drüben hin, wo du auch warst. Was, sie hat Kopfhörer für alle? Oh nein. Mach die okay, kommentierte Tour was. Durch Jorvik mit. Da habe ich auch noch den Duke verloren. Ich mach die Tour mit. Ich bin voll überfordert hier. Ja, ne, ich auch, klar. Hier bei der Touristenführerin. Ich bin ja keine Spaßbremse. Viel Spaß beim Reiten. Nimm den Kopfhörer, besuche die Sehenswürdigkeiten auf deiner Karte und tauche ein in die faszinierende Geschichte dieser Gegend. Besuche alle Orte, die auf der Karte markiert sind. Ach du Schande. Mit Kopfhörer. Ah. Sollen wir jetzt einen Kopfhörer nehmen? Ja, die nimmst du automatisch.
Komm gar nicht Du klar. musst Warte die mal, Karte warte mal. anklicken. Oder sie erst nochmal. Ich kann sie nicht nochmal anklicken. Also ich habe sie ja schon, die ist ausgegraut. Nee. Na, denn die Karte Nee, auf dem nee. Tisch. Hast du die schon? Nö. Kann ich auch nicht. Na, hast du denn schon die ganzen markierten Sachen auf der Karte? Nö. Das sind lauter gelbe Kreise dann. Uh-uh. Oh nein, ich kann die doch nicht ohne dich machen. Naja, Ich ich habe die kann. einfach, ich habe Warte einfach mal, ich war zweimal so mit von denen hinten. gesprochen und dann Ja, das habe geht's. ich auch, aber ich habe Ja, dann hast du keine. die schon. Ne, das wäre dir doch aufgefallen, wenn ich hier irgendwas abgeritten hätte. Du kannst die Kopfhörer erst abgeben, wenn du die Tour beendet hast. Nee, bei mir ist sie ausgegraut. Ja, bei mir auch. Keine Ahnung. Naja, gut, nicht so schlimm. Dann gehen wir mal hier Bei Frau zu Frau Holzmann. Holzwurst. Die Hühner sind alle verschwunden. Oh nein, die Hühner einfangen. Ach du Schande, das wird übel. Ein Huhn ist in der Nähe. Naja, klar, wir brauchen Eier zum Kuchenbacken. Wo ist das Huhn? Duke auf Hühnersuche. Ich höre ein leises Gackern. Da, ich sehe es, neben der Scheune. Mich ranschleichen? Oh nein, es flattert schon. Gack, gack, gack. Hier ist Sneaky Duke. Hey, nicht mein Huhn verscheuchen. Kannst da einfach hin. Ich hab's gefunden. So. Ich dachte, ich kann's mitnehmen. Nee, du musst nur Ach, es anklicken, kommt Gott mir sei Dank. mit. Es kommt mir nach. Ja? Ja. Oh, wie süß. Ja, und wo sind die anderen? Ich Ist glaube, ich ja sollte voll lieber vielleicht auf mein niedlich. Pferd steigen. Ich bring Na, das erstmal zurück. Wo muss ich kannst du das schon hinbringen? zurückbringen? Hier in den Stall. Nee, ich glaube, das geht erst, wenn du alle hast. Okay, schade, ich wollte es schon mal Wo ist mein Pferd? in Sicherheit bringen. Ja, okay, wie Angelo! viel? Da steht einfach über hinten drüber. Oh, guck mal, hier gibt es Pferde. Ja. Mit den abenteuerlichsten Farben. Magische Pferde. Bei Gary Ja, ist ja blöd. Goldzahn. Ich verstehe gar nicht, warum du die Tour nicht machen kannst, um mal ehrlich zu sein, weil wir müssen das ja abreiten. Weil ich habe Weil das ich jetzt die das. Tour, vermassel. Hier ist das zweite Huhn. Am Abgrund. Ich wollte Seid gerade ihr. sagen, kann ich bei dir mitreiten, aber hier geht es ja nicht, ne? Ich glaube, man muss gar nicht absteigen. Was? Ja gut, ich renne schon wieder. Ah. Ich Ja, ich hab's. glaube, so weit sind die Hühner nicht. Aber okay. Nee, ich glaube auch nicht. Deswegen wollte ich ja auch nicht reiten, sondern bin einfach losgelaufen. Aber ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, vielleicht oben beim Leuchtturm. Ja, da war eins, habe ich gerade eingesammelt. Aber rechts vom Leuchtturm. Boah, wie viel hast du denn schon? Ja, das war das zweite. Also hast jetzt drei. Nee, zwei, wenn es das zweite war. Oh, hier ist ein Hufeisen. Ja, die Na, soll aber ich auch wer. einsammeln. Nö, ich Oh, habe hier ist schon noch ein drei. Walkie-Talkie. In Moorland befindet sich eine der fünf mysteriösen Kühlschranktüren, die auf Jorvik zu finden sind. Die Einheimischen behaupten, nachts glühe die Tür und es drängen sich seltsame huschende Geräusche und unmenschliche Stimmen hinaus. Hey, Devil Kid, vielen Dank fürs Folgen. Dankeschön. Was liegt hinter diesen seltsamen Luken? Verrückte Schotten, die auf irgendwelche Knöpfe drücken? Aliens? Leute, die Pferde so sehr hassen, dass sie lieber in irgendwelchen Tunneln hocken, als sich einen Stall zu nähern? Sind die Türen überhaupt verschlossen? Kein Bewohner hat sich diese Fragen je gestellt und so werden wir es vielleicht niemals erfahren. Tja.
Ja, also da wir jetzt alle Quests hier gleichzeitig offen haben, ist natürlich. Ich glaube, das hat zur Tour gehört hier, zu der Touristentour. I'm walking. Ja, ich suche die Hühner. Boah, Lag. Ja, vielleicht sind die ja hier auf dem Hilfe. Festgelände irgendwo. Da, ich hab'n Huhn. Ach, oh Mann, jetzt wäre ich fast hier die Klippen Hinter dem heruntergestürzt. Festgelände. Okay. Richtung GED. Oh, hier stehen die Devil. Ne, wie die Nachtreiter stehen hier. Ist ja übel. Hey, ich Skylar, komm her. komme. Ich brauche Hilfe. Ja, ich komme angerannt. Siehst du sie? Siehst du mich? Nee, noch nicht. Bist du da nicht? Ich müsste dich doch eigentlich auf der Map sehen. Guck nach der Torte. Ja, natürlich, du müsstest mich eigentlich sehen. Gruppenmitglied, nö, ist aktiviert, also ich. Pleiten, Pech und Pannen. Ich komme. Wieso Ah, bist du. ich höre ein leises Gackern. Wieso bist du denn immer zu Fuß? Naja, ich wusste ja nicht, dass ich so weit laufe. Hier stehen sie, siehst du sie? Ja, aber ich suche erstmal das Huhn. Wo Ah, war es die. denn? Nee, diese. Also Huhn ist weiter vorne, hinter dir an dem Baumstumpf. Ah, bin gleich wieder da. Dann habe ich nämlich vier. Na gut, ich rede mal mit Katja und sehen, was sie hier. Ich komme zurück. Du willst, dass ich mit dir ausreite? Eine merkwürdige Bitte. Ja, ich reite mit dir aus, aber nur wenn du uns über Albträume und nur wenn wir uns über Albträume unterhalten. Du siehst aus, als hättest du bereits ein paar schreckliche Dinge geträumt. Tja, nett wie immer, die Katja. Wenn du fertig bist, bring die Nachtreiterin hierher zurück oder setz deine Maske ab. Hä? Ich hab doch gar keine Maske. Ach, sie will mit mir mitreiten? Nee, wie jetzt? Was ist das hier überhaupt alles? Oh, ich höre ein leises Gackern. Hier muss noch eins sein. Du bist Ja. unfassbar langweilig, hat sie zu mir gesagt. Ich bin gar nicht mit ihr Boah. geritten. Ach so, krass, die sitzt auf meinem Pferd. Wo soll ich denn mit der hinreiten? Einfach so. Weiß ja nicht, was die Aufgabe war. Ich suche ja immer noch das Huhn. Wie, was ich gerade schon eingesammelt habe? Nee, nee, hier soll noch eins sein. Das andere habe ich ja schon. Und Hier ist hier noch ein stand, ich Zettel höre mit einem ein. Hinweis. Ich finde keinen Huhn. Ach, ein goldenes Hufeisen in der Nähe, okay. Wenn wir auch gleich mitnehmen. Na gut, der Jo. Hufeisen. Ey, wir sollten das mal zusammen machen. Ich habe gar kein Hufeisen bis Ja. jetzt gefunden. Hier war das. Ich bleib da stehen. Ich habe das gefunden, den zweiten Hinweis. Ach so, ich dachte, das Huhn. Der ist direkt links von den Nachtreitern. An den, ja. Dritter Hinweis: Reite zur Quelle von Jorviks Eisenerzen, die als Spezialzutat in der Herstellung zu stärksten Hufeisen der Welt verwendet werden. Das kann ja nur bei Konrad sein. Ich kenne mich doch noch ganz gut aus hier. Ja, ich merke schon. Aber trotzdem muss hier irgendwo das Huhn sein. Ach, lass doch erstmal die Hühner, die rennen doch nicht weg. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Nee, nee. Mir fehlt nur noch eins. Ich bin hier der umweltbewusste Sammler. Hier ist jede Menge Müll. Okay, und wie rufe ich jetzt mein Pferd? Mit U. Mit U. Also, wenn es Level 11 hat, mindestens. Ach so, nee, hat's nicht. 10. Oh, ich höre ein So leises Gackern. ein Mist. Hier war ein Gackern. Hier muss noch. Okay, mir fehlt jetzt also nur noch ein Huhn. Ich hab Jetzt vier. muss ich zu dem Pferd zurück. Oh Mann. Ganz schön viel los hier. Na gut, lass uns mal zu Konrad, oder? Na gut, ich bringe erstmal Katja zurück. Ist mir unheimlich, wenn die mir hinten drauf sitzt. Na Und den gut. niemand mitgenommen. Bin ich lebensmüde. Ah, ich hätte gerne das letzte Huhn noch gefunden. Kann mit denen, die reiten bei mir alle mit. Jetzt habe ich Sabine drauf. Alle? Ein nacheinander. Aber das bringt eigentlich nichts. Ich glaube, da Ah, ändert sich hier nichts. unten.
bin übergelaufen. Ich bin jetzt Nachtreiter Duke. Das letzte ist hier unten. Oh, hier. Ja, dann siehst du mich nicht auf der Map? Nee, du wirst nicht angezeigt. Ich dachte, wenn du runterreitest Richtung Moorlandstall. Oder Moorlandstall. So, gut. Ach, Richtung Moor, da war ich doch gerade. Ja, aber wie weit denn? Bis zur Kreuzung? Ja, da wird doch angezeigt irgendwie. Ich höre ein leichtes Gackern oder ein leises oder wie auch immer. Naja, höre ich ja. So. Aber ich sehe es nicht. Na, hier ist ja vielleicht was los. Ich habe die jetzt zurückgebracht. Ah. Eins fehlt mir noch. Ich warte hier mal auf dich. Ja, mir fehlt noch eins. Aber völlig durcheinander. Ich bin gerade auf dem Weg zu Konrad. Ich wollte mir den dritten Hinweis mal. Hier. Das. Ach, das gehört mit zur Tour. Die Schmiede des Moorlandstalls ist seit der Zeit von Jon Jarl in Betrieb. Ernsthaft, aber nicht mit Konrad, der wäre ja uralt. Als die für ihre Schmiedekunst berühmte Familie Marzen sich in der Nähe der Minen niederließ. Ach, sein Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater. Er ist direkter Nachfahre der Familie aus dem Mittelalter. Ja, einige Stimmen behaupten, er wäre selbst einer der Siedler aus dem 11. Jahrhundert, der einfach stur weiterlebt. Ah. Oh, mein Pferd hat einen elliptischen. Ja, wo soll jetzt der Hinweis sein? Hm. Ich sehe keinen Hinweis. Ach, in der Mine. Ich glaube, in der Mine. Ich komme zu dir. Nicht erschrecken, bei mir sitzt Sabine hinten drauf. Sabine im Rücken. Ziemlich mutig. Aber die ist stark, die beschützt mich bestimmt, wenn ich sie dann mitnehme hier. Du musst auf die dunkle Seite aber wechseln, mein Lieber, ne? Ist dir klar. Hier, es geht noch weiter mit der Tour. Schade, dass du die nicht gestartet hast. Jetzt musst du die Damaskus-Mine... Naja, ich habe sie ja gestartet, deshalb ist es irgendwie nicht funktioniert. Ja, aber dann hast du überall... Ich war ja bei dir. Walkie-Talkies hättest du dann überall. Tja. Die man anklicken kann. Und die sind auch mit einem gelben Kreis gekennzeichnet. Auf der Map. Ich weiß das doch. Ja, aber warum geht das nicht? Weiß ich nicht. Ich meine, wenn ich das wüsste, das wäre ja cool. Ich reite dann nochmal hoch. So, hier, wie ich schon dachte, ist der dritte Hinweis. Okay, vierter Hinweis. Reite zu Justin Moorland, wo er gerne neue Reiterinnen zeigt, wie man sich richtig in Pferde kümmert. Gut, das ist ja einfach. Ja, die Nachtreiterinnen sind eh alle voll unnett. Die Hühner rennen mir alle hinterher hier. Nee, ich habe meine schon weggebracht. Na, mir fehlt ja noch eins. Das ist ja mein Problem. Also da oben bei der GED, da waren zwei, ne? Nee, und in der Mitte eins. Von diesem, ich sag mal, von diesem Müllplatz da war ein goldenes Hufeisen. Das kann ich dir erstmal sagen. Und wenn du dann runterreitest, da war auch noch ein Huhn. So, dann war ein Huhn an der Scheune, am Leuchtturm. Und Richtung Wasser. Boah. Oh, Beatrice, die Quizmasterin. So, aber... Kümmere ich mich später. Ich möchte diese Tour machen. Mach sie gerade. Ich habe zwar jetzt nicht alles gelesen. In Moorland sind ganz viele Sachen. Wieso kann ich die Tour nicht machen? Boah, über 21... Ich hab als Millionen Reiterinnen haben ihre Reise hier in Moorland begonnen. Oh, oh. Ja, bitte? Nee, ich habe jetzt ganz viele Kreise. Naja. Ich glaube, wir haben zu viel gestartet. Ach, das ist der Handel für die goldenen Hufeisen. Ja, aber nach Zufallsprinzip, soweit wie ich das hier sehe, ist Fragezeichen. Eintauschen.
Na, ich guck mal, was passiert, wenn ich zu so einem Kreis reite. Die Geschichte des Moorlandstalls reicht bis ins 14. Jahrhundert zurück. Naja, wir machen jetzt hier einfach alles. Wenn ich die Kreise nicht abarbeite, dann komme ich überhaupt nicht mehr klar. Ja, aber die Kreise sind doch Kreise. die Tour. Ja, du siehst meine Minimap nicht. Da sind so viele Kreise. Nee, ich glaube, ich habe zu viel gestartet. Hab da auch alles gestartet. Naja, ich habe bei Frau Holzbus ist auch noch gestartet jetzt. Ja, ich auch. Zwischendurch habe ich Mais gepflanzt Ja, und jetzt muss ich gerade irgendwelche. Frau Holzwurst sind doch die Hühner. Nee, die Hühner habe ich doch schon abgegeben. Jetzt habe ich schon Mais und so Ach so. gepflanzt und jetzt ja, besorge ich hier gerade Nummer 5 von Nummer 6, Nummer 7 von 15 Pflanzen, die sie möchte. Und deswegen denke ich, habe ich hier auch so viele Kreise. Aber egal. Es wird sich schon lichten, das Dunkle. So, hier sind auch noch welche. Ich sehe Konrad. Ich will bei Konrad vorbeischauen. Ja, keine Ahnung. Ich reite hier auch einfach alles ab. Aber ich wollte das eigentlich mit dran Ja, machen. da ging ja nun nicht. Ist ja nicht so schlimm, war ja nicht möglich. Keine Ahnung warum. Ich bin auch überall nochmal gewesen, habe geguckt, ob ich noch irgendwas starten kann. Kann ich aber nicht. Ja, hast du es immer noch nicht gestartet? Ich kann das nicht starten, ist ausgegraut. Ich weiß auch nicht warum. Hm. Also normalerweise müsste ich es ja gestartet haben. Aber es wird mir nicht angezeigt, sagen wir es mal so rum. Aber ist ja nicht so schlimm. Ich versuche mal hier so schnell wie möglich klarzukommen und dann laufe ich eben bei dir mit, beziehungsweise reite. Ja, aber ich hab die doch So. schon. Ja, denn eben bei was anderem. Ja, wie viele Hufeisen Kein müssen wir überhaupt Problem. finden? Ich habe gar keine Ahnung. Du musst, glaube ich, keine bestimmte Anzahl der Hufeisen, je mehr du hast, desto mehr kannst du tauschen, oder? So. Hier gibt es so einen Eintauschshop. So, hier steht Olle Jörg, Evergrey. Jetzt bin ich Oh. vorbeigegangen. Ich bin hier immer sorglos zu den Anglern, ja, und hab die ganzen Angelaufgaben gemacht und jetzt steht hier, lass dich nicht täuschen, die Strände rund um Moorland sehen möglicherweise idyllisch aus, aber selbst wenn sie nicht von dubiosen Unternehmen als Verwaltungsort genutzt werden, ist Vorsicht geboten, denn der Sand ist gespickt mit alten, verrosteten Hufnägeln. Das ist übel. An diesen Stränden solltest du nur spazieren gehen, wenn du gegen Tetanus geimpft bist. Krass. Davon abgesehen ist der Ausblick fantastisch und man kann dort sehr gemütliche Picknicks veranstalten. Na, Skylar, hast du deine Tetanus-Impfung, ist sie noch frisch, oder? Na klar, aber habe ich noch nie gehört. Ja, vor allen Dingen die Pferde, ja, und die armen Pferde. Ah, ich hatte das schon mal, das Problem, kann ich mich erinnern, muss ich neu starten. Weil ich habe zum Beispiel, ich bin hier gerade auch ein bisschen, ich habe zum Beispiel auf der Map lauter grüne Ausrufungszeichen, aber im Spiel nicht. Okay, das ist ein Rennen. Du hast gesagt, zwei waren bei der GED, zwei Hühner. Ja. Und Aber zwar einmal, wenn du jetzt praktisch vom unten vom Festplatz hochreitest, ne? Dann einmal rechts von Sabine. Duke, bist du das? das war komplette Zeitverschwendung. Wie hast du dich auf dem Weg zu deinem Meister verlaufen? Man sollte dich vernichten. Boah. Okay. Nee, also die Jessica nehme ich jetzt nicht auch noch mit. Ja, okay, dann Also, zeig mir mal. na, Einhorn war hier, aber ich Ja, glaube, das das habe ich hast dir du ja ja, gezeigt. das, ne? Ja. Naja, nu. Und das andere meine ich. So, dann war hier unten Einhorn. Ach so, nee, das unten habe ich. Ich Okay. dachte, du meinst bei der GED. Ja, dann war da oben das Hufeisen hier. Eisen habe ich auch. Okay, und hier hinten war noch ein Huhn. Aber frag mich jetzt nicht, wo ganz genau, auf alle Fälle hier irgendwo. So, dann Leuchtturm Halt, halt, hast halt. du? Hier war ein Huhn? Hier ist aber Ja. keins. Ich hab. Vielleicht hast du es ja schon. Ah.
Warte mal, lass mal überlegen. Dein Leuchtturm, das Huhn hast du, ne? Ja. Und dann von hier gesehen, rechts vom Leuchtturm war auch ein Huhn. Rechts vom Leuchtturm? Also ja. Am Leuchtturm waren zwei. Also so Richtung Wasser. Ja, eins hinterm Leuchtturm. Und da war ja auch ein Hufeisen. Nee, hinterm Leuchtturm war ich nicht, nur rechts davon. Okay, da ist eins und dann, Mann, ich weiß jetzt auch nicht mehr. Also auf alle Fälle, wenn du jetzt hier in die Richtung reitest. Nee, das ist das letzte, hinterm Leuchtturm. Ja. Ich hab's, danke. Okay. Da war auch noch ein Hufeisen. Ja, dann hattest du das andere auch schon. Okay, ab zu Frau Holzworth, wo ist sie denn? Ja. Was will sie als nächstes? Auf, dass der Stall voll wäre. Die Hühner sind alle wieder da. Danke, Duke. Gut. Wo sind jetzt die Eier? Jetzt. So, jetzt musst du dich hier... um Mais kümmern. Eiskörner sehen. Okay. So. Okay. Was noch? War es hier erstmal? Wo? Nee. Oh, ich fütter die Hühner. Ich hab hier doch noch ein gelbes Ausrufungszeichen. Ich hab hier lauter grüne. Aber nicht ein gelbes, einen gelben Kreis, aber ich hab hier gar nichts. Ich bin völlig überfordert. Hm. Oh nein! Jetzt müssen wir noch die Eier finden. Ich verstehe nicht, ich habe hier einen gelben Kreis und ich kann ihn nicht... Ah, dahinter! Okay. Tja, blind. Was haben wir denn hier? Mais angepflanzt. Ach, das ging ja einfach mit dem Mais. Ja. Dachte, ich muss jetzt hier sonst was machen. Ha. Wann hat denn das überhaupt angefangen? Gestern oder was? Nach dem Update? Naja, da sind wir doch voll up to date. Up to date mit dem Update von Star Stable. Ja, die Geburtstagsparty hat begonnen. Welchen Geburtstag feiern wir überhaupt? Ich meine den wievielten. Mann. Skylar, weißt du das? Ich weiß nicht. Ich hatte gehofft, du fragst mich nicht. Steht denn das hier nicht irgendwo? Jetzt soll ich auch noch pflanzen? Ach du Schande, jetzt... Boah, das ist ja übel. Ja, also gut, dann... Der Stream wird noch eine Weile gehen, würde ich mal sagen. Wir haben ja auch erst eine knappe Stunde, also die nächsten paar Stunden werden wir noch beschäftigt sein. Vielleicht schaffen wir es ja noch, die Torte bis um 11 zusammenzukriegen. Verstehe das nicht. Wenn ich die Hinweisgeberin nicht mehr anklicken kann, bei der hast du das doch gestartet, oder? Nee. Oder bei der hier oben? Bei der gegenüber von der Scheune von Jasper. Na nee, kann ich auch nicht. Ja, aber wenn das ausgegraut ist, dann läuft das doch schon. Ja, eben. Das meine ich doch. Das müsste doch eigentlich egal jetzt. Also ich suche jetzt Eier. So, ein Ei. Zwei Eier. Mir leid. Mir erst. Warte mal, ich habe gemein, ich fühle mich gemobbt. Drei Eier. Komm, wir können ja erstmal ein Rennen machen. Ich habe mich schon ganz gut wieder eingeritten. Ah, jetzt kann ich mit Evergrey reden. Evergrey, mein alter Kumpel. Mal gucken, was er so zu sagen hat hier. Moment, ich bring mal schnell die Eier zurück. Wer? Ich? Eingeladen, mit dir zu reiten? Was habe ich getan, um diese Ehre zu verdienen? Ja, du bist doch mein alter Junge. Ah, er sitzt wieder hinten drauf. Oh, wenn ich das Flipperoni erzähle. Flipperoni. Ja, was ist überhaupt aus Fripp geworden? Hast du den schon gesichtet hier auf der... Nein. Party? Auch nicht.
glaube nicht, dass der hierher kommt, oder? Okay. Ich weiß nicht. Das so, mal gucken. Possierliche Eichhörnchen. 7 von 15. Manu. Mühsam ernährt sich der Duke. Was mache ich nicht alles, damit die Leute eine schöne Geburtstagstorte bekommen? Hier, die Moorlandmeisterschaft, die sollten wir auch nochmal machen. War hier nicht irgendwas gerade? Goldenes Hufeisen ist in der Nähe. Wo ist es? Seht ihr es? Kann mir jemand sagen, wo es ist? Nein, keiner kann es mir sagen. Ach, ich wollte doch zu, Thomas. Sehr gut. Goldenes Hufeisen. Und hier ist noch ein Walkie-Talkie. Der Moorlandstall ist der wahr gewordene Traum seines Besitzers Thomas Moorland und dessen verstorbener Frau Catherine. Heute verwaltet Thomas das Reitlager zusammen mit seinem Sohn Justin. Was für eine muntere, fröhliche Familie. Wir haben ganz sicher keine Leichen im Keller. Oh! Ich hab ein Level up. Echt? Welches Level bist du jetzt? Glaub nicht. Wieso stand denn das da? Das Pferd hat ein Level up. Nein, auch nicht. Doch. Hä? Wenn das da steht und du gehst drauf, dann wird es erst gezählt. Ja, ich bin ja drauf. Nee, na, du warst doch eben schon in dem Fenster, oder? In dem Pferdefenster, wo denn unten so verschiedene Vierecke sind. Also ich seh's ja okay, jetzt nee, nicht. Ich muss unten auf nächstes Level abdrücken. Ich habe auf 12 gedrückt. Ja, mein Pferd ist jetzt ein Level höher. Aber es hat keine neue Fähigkeit bekommen. Aber sehr gut, Angelo. Na. Hey, nicht so schnell, mir wird schwindelig. Ich hab hier, links ein bisschen rumgeschleudert, Evergrey. Da, der nächste Hinweis. Letzter Hinweis. Reite zu einem großen Baum, dem ersten und letzten Schritt der Moorland Champions. Jetzt. Okay. Dem ersten und letzten Schritt der Moorland Champions. Na gut, hier ist er. Ah, das war ja easy. Direkt wo die Rennstrecke startet. Okay. Du bist ja ein richtiger Hinweisjäger. Kehre zu mir, Lou, zurück und nenne mir den Geheimcode für eine Belohnung. Der Geheimcode lautet: Früher fand ich Justin niedlich, aber ganz ehrlich, sieh dir Josh an. Wer ist Josh? Josh ist der von der Starshine Ranch. Ah. So. Also von deinem Heimatstall müsstest du ja eigentlich wissen. Also ne? Ich weiß ja nicht, wie weit die Leute hier schon sind. Ach, hier kurz vor Moorland kann man gut einsammeln. Heute für Frau Holzwurst. Für Frau Holzwurm.
Ich habe mal kurz geguckt hier bei Nebenquests und so. Hast du das auch alles? Eine kommentierte Tour durch Fort Pinta, Silverglade, Feargrove, Railday? Gehört es jetzt hier dazu oder ist das ja, generell? Das ist die kommentierte Show. Das ist ja, so. aber wo kann ich die denn starten? Ich meine, indem du den Kopfhörer nimmst. Ja, kann ich ja eben nicht. Das ist ja mein Problem. Also ich habe die praktisch im Auftragslog als... Hey Anjavo, vielen Dank fürs Folgen. Danke, danke. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß bei unserem Star Stable Erkundungstour zum Geburtstag. Wir versuchen unser Bestes, hier alles Mögliche zu erledigen. Alles gleichzeitig. Alles gleichzeitig, damit auch die Torte hier gleich steht. Hallo Duke, du hast wohl Lust auf noch eine Hinweissuche? Nicht wirklich eigentlich. Wie, och nö. Reite zu den Fort Pinta Piraten. Verfangen die. Ich dachte, das wär's jetzt. Einmal muss reichen. Wo bist du eigentlich? Na, ich stehe hier direkt. Irgendwas stimmt ja überhaupt nicht, weil wir sehen uns ja auch nicht. Auf der Karte. Ja, das finde ich auch sehr seltsam. Ich guck nochmal. Da bist du doch. Nein, ich meine auf der Karte, auf der Map, auf der Minimap. Ja, hallo. Ja, natürlich sehe ich dich. Siehst du mich? Ja. Sehr gut. Warte mal. Siehst du mich jetzt besser? Wieso soll ich dich jetzt besser sehen? Ja, weil ich dir gewunken habe. Ach so, na, ich sehe dich die ganze Zeit. Ich meine doch auf der Map. Siehst du auch Evergrey bei mir auf dem Pferd? Nee. Ah, schade. Ich hab eine Spinne. Mal den Mädchen hier ein bisschen Angst machen mit der Spinne. Ja, also... Dazu ist sie viel zu niedlich. Ich bring mal Evergrey zurück. Deine alten Knochen machen das nicht mehr mit hier. Danke, Angelo. Danke euch. Das war ein wundervoller Ausritt. Können wir das irgendwann wiederholen? Na klar doch. Ja, man kann ja jeden mitnehmen. Josh steht hier, Gary Goldzahn. Ich log mich mal kurz aus, ja. Okay. Weil es bringt da nichts. Wo reite ich denn jetzt hin? Ich bin gleich wieder da. Ich reite mal zu diesem gelben Kreis da. Ach nee, eigentlich bin ich doch fertig. Ich muss zu Frau Holzworth. Sind dein Mais schon geerntet? Ja, nee, weiß ich. Nö, ich hab für die Hühner Essen gesammelt. So. Ich soll Magie auf den Mais anwenden, damit er wächst. Und füttere die Hühner damit. Na dann mach mal. Ich wusste gar nicht, dass ich ein Magier bin. Gut. Ich bin ja ein Soul Rider. Soul Rider. Passt auf, meine Skills hier. Abracadabra. Ha! Bombenmais, würde ich mal sagen. Ist der jetzt, zählt der jetzt als genmanipuliert, oder? Nicht, dass die Hühner nachher, na gut, dann wären es Riesenhühner. Vor allen Dingen mega Popcorn, ne? Ja. Mutantenpopcorn. Mutantentorte. So. Wie die reinhauen, die hatten riesen Hunger. Jetzt haben sie Eier gelegt. Oh nein. Ich meine, wieso lässt sie wieder laufen? Ich habe sie dort eingesammelt. Eiersuche. Das habe ich ja zum Glück schon hinter mir. So, jetzt bin ich ja echt mal gespannt. Ja, ich habe die Tour, glaube ich, noch gar nicht abgeschlossen. Irgendwas fehlt noch. Oder ich muss mal gucken. Das Gute hier ist ja, dass man mit niemandem zusammenreiten kann, ne? Ja. Wie bei besagtem anderen Spiel. Okay, jetzt habe ich mich nur eingeloggt. Ah, da bist du ja wieder. Hey, ja, Skylar. Okay, also bei ihr kann ich nichts machen. Warte mal, ich...
Aber kann ja, natürlich sein, dass ich hier vorne nochmal bei der anderen da starten muss. Nö. Ich nehme gleich an. Eiersuche. Ernsthaft? Jetzt habe ich gar keine Ausrufungszeichen mehr. Moment. Ah! Ich habe ein Ei. Ey, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich überhaupt eins eingesammelt habe. War schon das zweite. So, warte, okay. Ich nehme jetzt erstmal deine Einladung an. Die waren nicht weit weg. Gruppenmitglied anzeigen, nö. Ich habe mal schnell geguckt. Bei den Kartensymbolen. Naja, vielleicht muss man das nochmal rein und raus machen. Bei mir war es auch aktiviert, aber... Ja. Vielleicht habe ich auch zu viele Symbole an, dass ich dich gar nicht sehe, aber... Nee, ich sehe dich ja auch nicht. Daran kann es nicht liegen. Ich wollte jetzt bloß nicht wieder hier alles starten. Mann. Naja, ich reite mal so ein bisschen rum. Wieso? Geschmacksrichtung der Torte, hast du die auch schon? Ja. Nö, das hat bei mir geklappt. Was, ich soll eine Umfrage starten? Okay. Habe ich schon. Ich würde mal meine Spinne einpacken. Ich sollte noch Angst kriegen. So. Oh, okay. Was soll ich denn hier fragen? Recycling. Oh, wer ist das? Recycling, Recycling. Wie? Habe ich noch nicht 5 goldene Hufeisen? Was habe ich denn bekommen? Ich habe die gerade eingetauscht. Gibt's doch gar nicht. Ich kann die einfach nicht. Fort Pinter Quiz Trail. Das Einzige, was bei mir klappt, ist, das Recycling einzusammeln. Oh Mann. Doch blöd. Das ist richtig blöd. Ich gehe jetzt hier nochmal in die Scheune, aber. Weil ich weiß natürlich jetzt nicht, was. Weil ich mich ja ausgelockt habe. Vielleicht musst du ja nochmal vor deinem Stall da. Naja, du musst die Lifter, oder wie die heißt, die Verantwortliche. War ich auch schon. Nee. Okay. Ich bin etwas ratlos. Hallo, hallo an alle. Was sollen wir machen? Ich mache jetzt erstmal eine Umfrage. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ganz schöne Hintergrundgeräusche hier. Sag ich mal. Karottenkuchen, sagen die hier. Ich hab Erdbeer genommen. Na, vielleicht warst du doch irgendwo, wo ich nicht war. Naja, ich reite hier mal so ein bisschen. Wieso? Ich war doch einfach nur... Du bist doch da zuerst gewesen und dann bist du in die Hütte gegangen. Ja, aber ich bin da nicht zuerst hingegangen. Aber das ist das Einzige, was ich anders gemacht habe. So, da sind wir wieder. Kleiner Break. So, Umfrage. Karottenkuchen, Erdbeerkuchen. Was soll es sein? Wo sind die nächsten, die ich fragen kann? Ah. Oh, oh, oh. Tja, die müssen irgendwo da unten sein. Ich komm nicht klar hier. Ernsthaft? Ich soll die Nachtreiter fragen? Irgend bestimmt überhaupt gar keine Kuh.
Och, wer mag denn keinen Kuchen? Sag ich doch. Sehe ich so aus, als würde ich Kuchen essen? Was mag Anne? Vanille? Okay, dann wähle ich Schokolade, um ihre Stimme aufzuheben. Das Teufelszeug Schokolade. Natürlich. Gib mir nur immer direkt auf die Hüften. Tod durch Schokolade. Okay, die sind alle für Schokolade. Also, was habe ich jetzt hier alles? Schokolade, Vanille? Naja, wir werden mal sehen, wenn wir das durch haben. Dann mache ich mal eine Umfrage. Wer möchte... Welche Geschmacksrichtung soll die Torte haben? Erdbeer. Nein, ich lasse die Zuschauer wählen. So, ach. Eine kommentierte Tour durch Moorland. Anforderungen erfüllt. Das Jorvik'sche Warmblut ist eine örtliche Rasse, hat einen besonderen Platz im Herzen der Moorland-Familie. Und es befindet sich auch ein goldenes Hufeisen dort. Gut. Gut, das habe ich auch erledigt. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hin soll. Mal den letzten gelben Kreis hier noch abreiten. Ganz schön viel zu tun. Ist ja eine richtige Reizüberflutung. Geiler, wie sieht es bei dir aus? Aber mir war so, als ob ich gesehen habe, dass du die Kopfhörer genommen hast. Hatte ich ja auch. Davor hatte ich auch die Walkie-Talkies, aber keine Ahnung, was hier ist. Also ich habe jetzt noch mal alles probiert, klappt nicht. Hast du dir abgebrochen und musst normal starten? Na, ich kann sie ja nicht noch mal starten. Wo denn? So, Deswegen also. bin ich ja alles noch mal abgerissen. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Mach du mal, dann gucke ich bei dir zu. Wir sollten eine. Sch also, es gibt zur Auswahl Schokolade, Vanille, Erdbeer oder Karottenkuchen. So, was soll ich nehmen? Was sollen die Geburtstagsgäste für eine Torte haben? Du bist für Erdbeer, hast du gesagt, ja? Ich? Ja. Ja. So. Ich bin für Erdbeer. Schreibt mir. Schreibt in den Chat, was für eine Torte sollen wir nehmen? Was möchtest du denn für eine? Vanille. Echt? Ja, okay. Also, steht 1 zu 1. Wer wollte denn... Vanille wollte doch noch irgendjemand hier. Anne. Schokolade wollten die Soul, die Nachtreiter. Okay. Keiner traut sich zu schreiben. Dann muss ich auswählen. Dann nehme ich Vanille. Gut. Anforderung erfüllt. Wann ist die Torte fertig? Vielleicht sollte ich mal aus der Gruppe gehen, aber hat eigentlich damit nichts zu tun, oder? Naja, ach so, hast du nicht. Ja, mach doch. Nee. Oh nein, ich hab's befürchtet. Das ist das gleiche wie bei Olivia oder was? Jetzt muss ich hier backen? Okay, Ach na du dann zeig mal, was du Schande. drauf hast. Also pass auf, ich höre jetzt mal auf. Ja, ich guck bei dir mit, okay? Mann, warte mal, jetzt hast du mich abgelenkt. Hä, Schneebesen? Wo ist der Schneebesen? Nein. Der muss ja da irgendwo liegen. Wo ist der Schneebesen?
Klar. Ja, jetzt habe ich die Mission gefailed. Klar, logisch, du ich bin auf. Schuld. Na bin klar. Hier voll alleine. Aber, ja, da kann ich dir eh nicht helfen, aber ich sehe den Schneebesen nicht. Ja. Egal. Man hat immer eine zweite Chance. Weißt du denn inzwischen, wo der Schneebesen ist? Nee, ich kann ja auch eine Zutat nehmen. Gib ein Ei hinzu. Ach so. Okay. Hier sind die Eier, oder was? Butter. Ei genommen. Das war falsch. Backpulver. Wo denn hinzugeben? Ich weiß es nicht. Backpulver. In die andere Schüssel vielleicht. Berühre die Zutaten. Gut gemacht. Hier ist doch gar kein Schneebesen. Was ist denn da? Kakaopulver? Wo ist denn der Schneebesen, verdammt nochmal? Ah, da, ich sehe ihn. Ist doch schwer zu sehen. Nein, ich hänge ja an dem Sack fest. Schnell. Mach es süßer. Kakao, Vanille. Was ist das hier unten? Kann kein Mensch lesen. Karotten? Ich kann es auch nicht sehen. Backpulver oder was? Ach, nee, Backpulver ist neben der Milch. Na los, schwing den Schneebesen. Butter. Okay, Butter ist einfach. Ja. Ja, was ist mit der anderen Schüssel da? Wie, das war falsch. Ich hätte das in die andere machen sollen. Die flüssigen. Du hast eine Schüssel für trockene Zutaten und eine für flüssige, glaube ich. Warte mal. Habe ich nicht gelesen, was ich machen soll. Ey, ich bin zu blöd zum Backen. Also wirklich jetzt. Das ist nicht lustig. Na, da war die Aussage schon. Ja, nur weil du nicht, du hättest mir viel besser helfen können. Wir können es doch eh nicht zusammen machen. Ich versuche dir doch schon zu helfen. Naja, auf jeden Fall weiß ich jetzt, wo die Sachen stehen, ja. Okay, ich bin jetzt nicht der Bäckermeister, tut mir sehr leid, aber was soll ich machen? Okay, dritte Mal. Ich meine, wo soll ich wissen, in welche Schüssel ich. Ja, ich das machen soll. Also, ich denke, eine für trockene, eine für flüssige, oder? Sonst würde es ja nicht immer da stehen. Okay, auf geht's. Ich meine, die leuchten doch beide. Ich meine. Okay, wo soll ich das jetzt reinmachen? Das geht zu raten, oder? Ja, und jetzt? Gebacken. Sie hat gesagt, ja, dazu, also zu dem Ei. Falsch. Scherz. Ernsthaft? Oder was? Na gut, dann in die andere, logischerweise. Ja, das ist doch schon wieder zum Scheitern verurteilt. Wenn es falsch war. That guy is lost. Meine Butter ist jetzt was? Trocken oder flüssig?
Voll Comedy-Show hier, ernsthaft. Ich schaff das nicht. Scheiße. Du bist Ich doch hier glaube, die dass. Bäckermeisterin. Ja, ich habe mich extra schon Ja, rausgehalten. du Da bin bist ich nicht extra schuld. vorher abgehauen und jetzt muss ich das Ja, hier alleine sorry. machen. Also. Ja, ich mache das noch einmal und dann, ja, Ich glaube, wir lasse machen uns ich's. das irgendwie zu schwierig. Warte mal, Da lass mal steht von nicht Anfang. mal, welche Schüssel welche sein soll. Also. Die flüssigen und trockenen Ja, da Zutaten war müssen noch in gar. ihren jeweiligen Schüsseln. Lass mich mal kurz lesen. Oh, das war jetzt, hast du weggedrückt. Ich meine, ich habe nur das Ei reingepackt und das war schon falsch. Also. Wo sind denn die Eier? Da. Ich hab. Ernsthaft? Ich kann nicht mal ein Ei nehmen. That guy is lost. Guck dir Bleib mal das ganz mal an entspannt. hier. Dann nehme ich Mehl. Deswegen war das wahrscheinlich. Jetzt ist nämlich eh ange. Kann kein Ei nehmen. Die Zeit ist abgelaufen. Ja, vielleicht Mann, das ist sollten nicht wir. lustig. Du lachst doch noch. Das ist Vielleicht sollten voll. wir das mal am Anfang richtig ordentlich durchlesen, ja, aber ich Man glaube, kann so nicht die schwierig kann Eier es doch nicht nehmen. sein. Da muss man E drücken und ich krieg kein E angezeigt darüber. Muss ich zur anderen Seite vom Tisch gehen oder was? Ja, vielleicht bin Ja, ich auf der puh. falschen. Nee, da kommen wir ja nicht ans Mehl und an Zucker ran. Gott. Oh, jetzt Ruhe bitte. Da, siehst du, E? Ich komm. Ah, sie. Ja, ha, von hier muss ich an die Eier. Okay, welches soll ich jetzt nehmen? Oder die. Oder das hier? Falsch! Da brauche ich doch gar nicht weitermachen, wenn das erste schon falsch war. Was soll ich jetzt machen? Backpulver oder was? Ey, ist doch lächerlich, das ist voll. Ich habe keine Lust mehr. Echt nicht. Okay, Torte fällt aus, ja. Was wolltest du überhaupt für eine machen? Vanille. Okay. Schade. Ey. Na gut, dann weiß ich jetzt, dass rechts die Eier reinkommen und links was anderes. Ja, aber woher soll man es wissen? Ja, so nett. Liebes Star Stable Team. Ja, wir hätten das mal richtig Und langsam durchlesen sollen, oder? Vielleicht haben wir uns das echt zu schwierig gemacht. Lass mich mal mitlesen. Okay. Ja, eben, hättest du dich mal auch improvisieren lassen, ne? Ich sage dir, was du hinzufügen müsst, aber eins darfst du nicht vergessen. Die flüssigen und trockenen Zutaten müssen in ihren jeweiligen Schüsseln bleiben. die Die flüssige verhalten. links. Die flüssigen in der kleinen Schüssel links Ja, die sind und die beide irgendwie trockenen gleich. in der Ja. Schüssel rechts. Ich fand eigentlich die, okay. Okay, du hast recht, ich hätte es lesen sollen. Schuld eigene. Ja. Ja. Okay, flüssigen Okay, links. also Aber flüssig das habe ich links. mittlerweile selbst rausgefunden. Nach 10.000 Versuchen. Aber gut. Dann fangen wir an. Ei. Oh, Ei. Ei ist flüssig, oder? Ja. Wo kein hart gekocht ist. Gut. Backpulver. Backpulver nicht flüssig. Und Gut rechts. gemacht. Verrühre die trockenen Zutaten. So, Schneebesen. Ich hab doch noch gar nichts da drin, außer Backpulver. Ja, okay. Was soll ich süßer machen? Mehl Zucker. genommen. Ach du Schande, ich wollte kein Mehl. Was soll ich jetzt süßer machen? Trockene Ja, die Zutaten. trockenen Zutaten, ja. Gibt
gebe etwas Butter hinzu. Wozu? Na, Butter ist keine trockene Zutat zum Ei, oder? So. Also Butter kommt immer zu den Eiern. Oh mein Duke. Vergiss das Aroma nicht. Ah, hier. Kann es nicht nehmen. Ich komm. Andere Seite. Vielleicht. Flüssig. Flüssig war wo? Links, 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 Ei. Links. So links. Ja, aber du standst da so lange. Boah, was für ein Schwert. Oh Gott. Wenn ich. Oh Mann. Tja, man soll doch immer lesen und nicht einfach wegdrücken, ja? Ja. Dann erspart man sich im Endeffekt eine Menge Arbeit. Mobilen Ofen. Ich persönlich hätte lieber eine Pizza. Und ich einen Burger. So wie du da jetzt rumgerannt bist, verständlich. Auf mein Pferd steigen, das war anstrengend. Geiler, da stehst du doch. Naja. So, ich dachte, du bist ganz weg. Nö, ich habe mich da erstmal hingestellt, aber es bringt ja nichts. Weil ich die ganze Zeit hier rumrenne und nichts finde. Wo ist denn die Festverantwortliche? Naja, da links bei dem... Nee, das ist die Hinweisgeberin. Ach so. Ich dachte, die ist gemeint. Was habe ich denn hier? Wie hieß die? Liv? Ich sollte doch mit Liv sprechen. Die heißt ja Lou, die Hinweisgeberin. Okay. Liv, Liv. Wer war Liv? Oh Mann, wer war denn Liv? Ach, die steht hier bei der Torte, glaube ich. Macht Sinn. Wow, sie ist schon fertig. Na, alter Falter. Und das für einen mobilen Ofen. Das ist ja ein Riesenteil, der mobile Ofen. Ja, okay. Ohne Duke hätte ich es nicht geschafft. Seine Leidenschaft, seine Hingabe. Ja. Und dieses Geschick mit dem Geschick Schneewesen. Geschick mit dem Schneewesen. Warum bist du so? Guckst du so nervös? Vanille ausgezeichnet, siehst du? Oh, ich möchte ein Stück, aber. Ich auch. Wow! Na, hast du doch gut hinbekommen. Also, kann nur sagen. Das war spitze. Sehr gut. Beuge mich. Bombentorte! Okay, was kann man hier noch machen? Tortenlieferung.
Ein Geschenk. Komm ich liefer mir mal auch ein Stück. Ich hab ein Geschenk bekommen. Was denn? Ein Tortenhut. Echt jetzt? Ja. Oh nein, das kann ja wohl nicht wahr sein. Kann nicht so voreilig sein, siehst du. Jetzt haben wir wenigstens einen Partnerlook. Cool. Naja. Wo bist du? Na, ich stehe da rum. Na ja, klar. Ich guck bei dir zu. Du kannst aber mitreiten. Hm. Hi. Aber mein Tortenhut sieht anders aus. Das wäre jetzt auch das Schärfste. Das kommt immer darauf an, was für eine Geschmacksrichtung man gebacken hat, glaube ich. Na, ich habe ja nicht gebacken. So ein... Ja, aber deiner sieht aus wie ein Erdbeertortenhut. Ich glaube nicht. Ich glaube, man bekommt den du hast. Okay. Na gut, okay, ich reite mit dir mit. Was soll's? Gut, ich habe hier noch jede Menge grüne Ausrufungszeichen. Bin zwar ein bisschen abgegessen, aber... Ich muss ja hier meine Imogen, die Gästeführerin. Ich hab das erledigt. So, was gibt sie mir? Danke für deine Rückgabe des Kopfhörers. Wir hoffen, deine Tour durch Moorland hat dir gefallen. Wie, das war's? Ich hab gar nichts bekommen? Ah. Na gut. Noch mehr grüne. Alles voll mit Ausrufungszeichen. Der blaue und der gelbe. Warte mal. Aber das ist doch nicht hier drin. Eingehen? Nee. Ah. Wieso werden mir auf der Minimap grüne Ausrufungszeichen angezeigt, wenn ich... Ah, keine. Also ich habe einen Kreis mit einem grauen Ausrufungszeichen. Achso, hier ist das Pferderennen. Komm, wir machen das Rennen des Tages. Das ist so nur ganz kurz. Wenn ich mich erinnere, sollte das hier rumgehen. Komm, Skyler, wir starten das zusammen. Bereit oder soll ich noch ein Stück weggehen? In Hollowood. Ach so. Okay. Rennen des Tages abgeschlossen. Jetzt. Das war's? So, wir sollen jetzt nach Hollowood. Ach, das reiten. War ein... Ja, das war nur eine Info. Hm. Na gut, ich verstehe nicht, warum ich hier so viele grüne Ausrufungszeichen habe. Das Pony-Championat. Also. Hm. Na gut. Unten am Wasser ist auch noch was. Und wir reiten mal zum Wasser. Wir haben ja Zeit, wir müssen keine Hektik machen hier. Kann ich denn nach hinten gucken? Weißt du das noch? Au? Geht es hier überhaupt? Kamera drehen. Ja, klar, aber ich dachte, es gibt noch so einen Es gab doch hier so einen Schulterblick. Nicht. Doch. Hm. Sei nicht traurig, Skyler. Doch. Okay, das war nichts am Wasser. Das heißt wohl eher Fort Pinter. Ja. Weil ja, wir müssen nach Fort Pinter. Habe ich jetzt alles schon erledigt? Ich guck mal auf die Map. Boah, ich reite einfach weiter. Ich hoffe, dass ich überhaupt jetzt weitermachen kann, wenn ich die Sachen nicht erledigt habe hier. Naja, werde ich ja sehen. Oder ich starte mal, aber du kannst doch die Hinweise machen. Ja. Können wir doch zusammen machen.
Quiz? Ja, wieso? Und so. Ja. Wo soll das gestartet werden, wenn ich das so nicht gehe? Unten, in Moorland. Wie viel Hufeisen habe ich denn? 3. Wo denn? Na, einmal hier bei Lou. Hast du die schon gemacht? Na, ich hab da keinen, ich kann da nichts machen. Bei Lou auch nicht? Nö. Nee. Die Hinweisgeberin. Naja, es ist bei mir alles ausgegraut. Das war das Problem. Das heißt, ich kann nichts neu starten. Und was jetzt im Moorland unten? Stall, aber du hast oder? Dich doch schon neu ausgelockt. Ja, eben. Deswegen verstehe ich das ja auch nicht. Dann machen wir noch. So, mal. Und wenn ich jetzt in das Logbuch gehe, dann Auftragslog, dann habe ich ja da, warte, was ist denn da hinten? Dann habe ich ja da alles in, na? Habe ich ja überall gelbe. Oh, ein goldenes Hufeisen. Wenigstens etwas. Und eine Recyclingdose. Ja, wow. Ja, ist jetzt egal. Ist so. Ich kann mich erinnern, dass wir schon mal das Problem hatten, ja? Aber ich weiß ja, aber nicht mehr, was da die Lösung war. Eigentlich. Na, habe ich ja. Ich habe mich ja ausgelockt. Aber vielleicht lag es ja wirklich an der Gruppe. Ja. Ja, wenn ich ausgelockt bin, bin ich auch nicht mehr in der Gruppe. Ach, du meinst, weil ich danach gleich wieder eingetreten bin? Egal jetzt. Ja, was sollen wir uns jetzt die ganze Zeit. Ja, ist es, aber was sollen wir uns denn jetzt die ganze Zeit damit beschäftigen? Na gut, ich bin hier bei Beatrix, die Quizmasterin. Wir haben noch selber mal ein Quiz gemacht, falls du dich erinnern kannst. Zu sehen auf YouTube. Ja. YouTube-Link hier auf unserer Twitch-Seite. Wir sind nämlich eigentlich viel mehr auf YouTube unterwegs. Da gibt's sehr alles über Star Stable. Wunderschöne Videos, Cinematic Streams hatten wir da auch schon jede Menge. So. Okay. Ach, das ist ein Trail. Okay. Soll ich das jetzt machen? Denn. Ja, alles ist bei mir auch nicht so normal, weil, hier. Gar nicht erkannt. Der Lampe. Ich guck bei dir mit zu, okay. Muss mir aber wenigstens helfen mit dem Quiz. Ja, natürlich. Bloß, sonst ist das so ein Durcheinander. Wem gehört der Moorlandstall? A, 1, der Familie Moorland, der Baroness oder den Bobcats? Voll cutes Pferd, danke. Meins oder Skylars? Deins. Angelo, ich bin doch gar nicht zu sehen. Ah, unser beide, ja. Oh, danke, das lieb. Natürlich der Familie Moorland, würde ich mal sagen. Okay, wo ist die nächste Frage? Ja, ich habe einen American Paint Horse namens Angelo. Skylar, was hast du für eins? Ein Holly. Belgisches Warmblut. Stimmt, Holly war das, oder? Nee, Holly habe ich nicht mehr. Oh, peinlich. Wen hast du dann? Warte mal, ich komme mal zu dir runtergeritten. Wie heißen die Soul Riderin? Alex, Linda, Lisa und Anne. Alice, nee, das stimmt alles nicht. Auch 1. Da bist du ja. Sehr gut. Ach, da bist du ja. So, na, soweit wie ich dich sehe, kann ich ja mitreiten. Oh, ich habe einen gemeinsamen Moment mit Angelo. Angelo hat nicht viel gegessen in letzter Zeit. Ach du Schande. Überlege, ein paar Leckerlis unter das Essen zu mischen. Überlege, weniger Leckerlis zu geben. Überlege, den Tierarzt anzurufen.
Vielleicht liegt ihm die Torte schwer im Magen, ja? Ja, dann gib ihm noch Teil. Was hast du denn bei? Heu? Ja. Ich kann ihm nichts mehr geben. Oder? Vielleicht was trinken? Wasser. Heustreich. Riegeln. Geht auch nicht. Absteigen. So, ab zur nächsten Frage. Ja, ich komme mit. Müsste hier lang rein. Immer an den Laternen. So, wie heißt die Mine neben Moorland? Ha, gut, dass wir da gerade waren. Demaskus, glaube ich, war das. Hm. Ja, wir wissen jetzt gar nicht, ob die Fragen richtig beantwortet waren. Die Auflösung folgt erst noch. Also bis jetzt war, glaube ich, richtig. Nächste. Welche der folgenden Personen ist eine Hexe? Die Baroness, Big Bonnie oder Frau Holzworth? Na? Na? Die Baroness. Nein. Frau Holzworth, aber sie ist eine gute Hexe, ne? Würde ich mal sagen. Okay, runter Richtung Konrad. Was ist die Clubfarbe der Bobcat-Mädchen? Na, das ist doch einfach. Unverkennbar. Bobcat-Mädchen. Rosa. Richtig? Anja? Jupp. Anja macht mit. Das ist voll cool. Ja, ja, ich sehe schon. Das war ja leicht, die Bobcat. So. Nächste. Wie heißt die Stallhilfe im Moorlandstall? Na, Skylar? Maya. 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 Alle sind uns einig. Maya. Okay, und die letzte. Oh, wer ist Lorettas beste Freundin? Moment, ich hab eine Vermutung. Ja, das ist ein bisschen verzögert, deswegen. Aber ich lasse mal euch raten. 2. Tan. Hm. Ich würde auch sagen Tan. Ich weiß zwar gar nicht, wer Sophia ist. Ja, ja, einstimmig. Okay. So, jetzt müssen wir zurück, ja. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich auch. Was sollten wir denn bekommen? Hä? Die Schülerin ist zur Meisterin geworden. Vielleicht trainierst du eines Tages die nächste Generation von Quizmastern. Leb wohl und nimm diese Belohnung als deinen Preis mit. Oh, was anzuziehen? Klamotten. Och Mann, was denn? Oh ja, passt doch gut zu meiner Torte auf dem Kopf. Siehst du das schon? Ja. Wie so eine Strickjacke. Strickjacke. Okay, das ist jetzt... Ach, ja, ich zieh die an. Passt die Hose zwar nicht dazu. Ist auf alle Fälle geburtstagstauglich. Aber vielleicht gewinne ich ja noch eine Hose. Ja, ich wollte gerade sagen, die Hose passt jetzt nicht dazu. Gut. Naja, geht aber. Was? Wohin jetzt? So. Holland. Das ist auch noch... Ach so, das war das Rennen. Ja, eigentlich müssten wir ja jetzt nach Fort Pinter. Bist du dabei, Skylar? Ja, na klar. Wollen wir eine Schnellreise machen? Wie ich mitmachen kann, ja.
So. Ort Pinta, ja? Ja. Na dann, bis gleich. Weiß gar nicht mehr, was ich... Ach so, hier waren die Hinweise. Der zweite Teil der Hinweise. Mal sehen. Und da ist, glaube ich, auch ein Hufeisen. Ah. Was ist das? Ja. Alle will das hier recyceln. Juhu, ein goldenes Hufeisen. So. Miss das Quiz-Genie. Oh Mann, noch ein Quiz. Ah, ich finde Quiz cool. Okay. Sei gegrüßt, Duke. Ich bin Miss, das Quiz-Genie. Du hast bestimmt schon von mir gehört. Ich bin überaus bekannt in der Gegend. Na klar, wer kennt ihn nicht? So, was gibt's denn hier? Noch mehr Feuerwerk. Also so viel Feuerwerk, wie wir hier gewinnen. Du denkst, du hast das Zeug, mich zu besiegen? Ich bin das amtierende Quiz-Genie. Wenn du den Titel willst, musst du alle Fragen perfekt beantworten. Setz mich da nicht so unter Druck. Okay, wo geht's los? Da. Welche Farbe hatte Fort Pinta ursprünglich? Okay. Also eins würde ich mal ausschließen. Ja, tschüss Anja, und viel Spaß. Ja, danke schön. Ja, wir machen bestimmt wieder bald einen. Tschüss. Danke, dass du zugeschaut hast. Mach's gut. Bis demnächst. Also ich würde erstens rosa ausschließen. Ich tendiere, ich weiß es, also vorab, ich weiß es nicht. Aber ja, irgendwie sind wir hier am Wasser. Ich denke blau. Ja, irgendwas müssen wir ja auswählen. Ja, aber also wenn ich jetzt raten müsste am Wasser, bin ich für blau. Ja, aber Fort Pinta hatte doch immer gelb. Ich meine, das sieht doch immer noch gelb aus. Die Farbe hat sich ja gar nicht geändert. Ich weiß es wirklich nicht. Deswegen, also ich... Also ich bin für gelb. Na dann mach. Los, das... Ach so, shit, jetzt sehen wir überhaupt nicht, ob es richtig ist. Schade, das ist ja blöd, ne? Geiler, sowas sagt man. Wieso, ist doch blöd. Du hast was anderes gesagt. Nee, habe ich nicht. Doch, du hast Schade, habe ich gesagt, das ist ja blöd. Wann ist Jon Jarl nach Jorvik gekommen? 1218, definitiv. Glaube ich. Ja. Nee, 1818? Nee, 12. Ich glaube, das war ganz früh. Oder? Was sagst du? Ich weiß es nicht. Ah. Weil, eine große Hilfe hier. Du mich jetzt verunsichert hast und deswegen halte ich mich raus. Wie heißt das andere Fort auf Jorvik? Oh, Maria. Na gut, das wissen wir. Das wissen wir. Nee, das weiß ich nicht. Oh, was liegt hier? Ein goldenes Hufeisen. Jetzt habe ich endlich fünf. Kann ich endlich tauschen. Ja. Vor allen Dingen wenigstens die kann ich sammeln. Ich kann ja nicht mal irgendwas starten hier eben. Das konnte ich auch nicht, die Quiz. Ja, das ist ja voll... Die also, Quiz. Du musst da irgendwas machen. Dann warte ich eben. Nee, ich habe ja alles versucht. Ich bin alles, ich habe mich ausgelockt, das ist Blödsinn. Ja, ist ärgerlich und wurmt mich ein bisschen, bin ich ganz ehrlich, aber es hält ja den ganzen Betrieb dann auf. Aber ich reite hinter dir her. Wo bist du denn? Noch ein Hufeisen. Ja, ich bin der alten Rennstrecke lang. Dazwischen den Felsen durch. Nein, nach links einfach. Alte Rennstrecke. Geradeaus und links. Jetzt bin ich am Wasser. Also am Steg. Da. Nicht rechts, wo das Meer ist. Ja. Noch ein Hufeisen.
Jute, Jute. So, welche Farben hat Jorviks Flagge? Ach, nicht das schon wieder. Weht die hier nicht irgendwo? Skylar, kannst du mal kurz gucken gehen? Ja? Grün, ja, weiß und blau. Ich habe das nämlich schon mal gehabt. Wo sehe ich die denn? Na, die ist oben bei der Statue. Ja, ich habe gedacht, ich kann sie hier ganz schlau irgendwie. Na, Moment. Mal schnell googeln. Ach, da ist sie doch. Hier. Oh. Also. Grün, weiß und blau oder blau und gelb oder grün, weiß und orange? Grün, blau, weiß. Also dies blau-grün und weiße Streifen und. Sehr gut. Ja. Da, ich sehe sie selber. Oh Mann, bin ich blöd. Ja, im Hintergrund sehen wir sie flattern. Naja, besser doppelt es gar nicht. So. Okay, jetzt müssen wir wieder hoch, glaube ich. Oder? Nee. Gerade aus. Der Duke mit der Torte auf dem Kopf. Ja, also, wenn ihr wisst, welchen Geburtstag, den wievielten Geburtstag Jorvik feiert, dann sagt uns das bitte, weil irgendwie sind wir aufgeschmissen. Oh, guck mal. Wer tanzt denn da? Mal angucken. Wenn da welche tanzen, dann muss Duke unbedingt mittanzen, wenn er mal über die Mauer kommen würde. Das geschlossene Gesellschaft. Man kommt hier nicht rein. So außenrum. Hier. Der Eingang. Wow. Oh, guck mal, der Hund tanzt sogar mit. Er versucht zumindest. Will auch tanzen. Du kann ich nicht tanzen. Auf E. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Okay. Hallo? Hallöchen. Ich mal ein bisschen. Mann, es tut mir wirklich voll leid. Aber wenn mir das passiert wäre, wäre es ja noch schlimmer. Ja, auf jeden Fall. Ach, braucht sie doch nicht leid tun. Ja, aber das macht ja dann gar keinen Spaß für dich. Ach doch. Die Frage ist hier direkt vor uns. Es ist halt bloß so, du musst mit mir ein bisschen, also wie soll ich denn sagen, da ich ja keine Anzeigen habe oder so, kannst du nicht einfach verschwinden. Weil nee, irgendwie haben wir ja auch in der, die Anzeige von der Gruppe ist ja bei mir auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Das heißt, dann sehe ich dich nicht. Wer kam als letztes nach Jorvik? Jonjal, die Kalter oder die Druiden? Drei, oder? Also Jonjal, wenn wir deiner vorherigen Antwort Jonjal, da glauben. Jonjal war ja der Erste. Der hat ja, na, meine ich ja. Der hat das ja gegründet hier, also der auf keinen Fall. So, und die Kalter, die waren doch eigentlich auch schon eher, oder? Oder erst die Druiden? Also ich bin der Meinung... voll peinlich! Die Druiden ich auf... Ich weiß es nicht! Die Kalter bin ich der Meinung. Ich ja, aber es ist voll... Genommen. Okay, was ich ja voll blöd finde, kommt die Auflösung? Nö, ne? Erst zum Schluss, wenn ich wieder hinreite. Ja, aber da kriegst du ja nur gesagt, wie viele du richtig hast, oder? Nö, der sagt mir lediglich, ob ich es geschafft habe oder nicht. Also ist ja noch na, meine ich ja. Ich weiß weder, wie viele ich falsch habe, noch... Ja, vor allen Dingen, welche? Hier, das war's für dich. Wie heißt James' Schwester? Alex, Alice oder Anne? Ich weiß James. Nicht. Alex. Ja, das ist auch sein kleiner, ihr kleiner Bruder.
So. Oh ja, kann ja auch sein, dass ich mich mit Jon Jarl, aber 18 ist mir ein bisschen zu spät, um ehrlich zu sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, siehst du, Anja war nicht mehr da. Ja. Wie heißt James Plüschdrache? Trix, Token oder Tonks? Token? Ja, Token. Wir haben doch so viele Token gesammelt. So. Ach so, mittlerweile finde ich die neuen Charaktere eigentlich sehr angenehm, ja. Die sehen da viel besser aus in dem Avatarbild da oben und klar, manche sind billiger, aber wie goldenes Hufeisen. Oh, was liegt denn hier? Oh nein. Hier, vielleicht kannst du ja die starten. Hier ist noch eine kommentierte Tour durch Fort Pinter. Die kann ich. Echt? Ja. Bitte mach. Endlich. Habe ich. Du nimmst den Kopfhörer vom Tisch. Okay, jetzt kein Fehler. Muss ich jetzt noch was machen? Weil ich habe da immer noch ein E. Nee, das ist, nee. Hier geht's los. Brauche mich gar nicht zu atmen. Okay. Willst du mal lesen? Ich habe schon Fusseln am Mund. Ja. Ah, das idyllische Fort Pinter. In diesem Moment steigt dir wahrscheinlich der erfrischend salzige Duft des Meeres in die Nase. Es sei denn, vom Ponymarkt auf dem Wasser weht gerade der Gestank von Pferdemist herüber, was oft der Fall ist. Es wäre vielleicht angeraten, sich nicht auf den Geruch zu konzentrieren, aber dieser Ausblick, welch ein fantastisches Fleckchen Erde. Ja. Ja. Fort Pinter ist ja auch immer ein Besuch wert. Bin ich auch ein Mustang? Darf ich ganz kurz mal... ist doch meistens so, oder? Oh Mann, habe ich jetzt viele gelbe Kreise hier. Warte mal kurz, ich weiß. Ach, hier ist das Pony. Okay, ich komme sofort. Die Shopping Queen ist wieder da. Naja, wenn ich Pferde sehe, muss ich mal kurz gucken. Du hast recht. Okay, ich komme. Hier ist... kein Muster. Ja, jetzt habe ich natürlich den Anschluss verloren. Nee, bleib mal beim Brunnen. Ja, am Brunnen. Ist das nächste kommentierte Ziel. Obwohl Fort Pinter einst als militärische Festung gebaut wurde, hat Tourismusleiter James Cloudmill unermüdlich daran gearbeitet, dieses historische Wahrzeichen zur wichtigsten Attraktion und Touristenfalle von ganz Jorvik zu machen. Der Hauptplatz wurde im Januar 2020 anlässlich der Amtseinführung von Bürgermeister Pienert renoviert. ja. Im Jahr 2017 kampierten Besucher aus dem Grenzdorf Miradero auf dem Platz, wo sie 2 Jahre lang seltsame Äpfel feilboten, die es dem Käufer angeblich ermöglichten, sich mit einem wilden Mustang anzufreunden. Und die Leute nahmen ihn das tatsächlich ab. Du bist gut beraten, diese Sache in James' Gegenwart nicht zu erwähnen. Er ärgert sich immer noch darüber, nicht selbst auf die Masche gekommen zu sein. Okay. Ich dachte eigentlich, James steckt da sowieso dahinter. So, hier haben wir Fort Pinters höchst eigenen Notar. Notar, ja. Moment mal, was hat der Kerl bei dieser Tour zu suchen? Das geht gar nicht. Im Ernst, der Typ ist schrecklich. Kannst du dir vorstellen, dass der Kerl bis 2018 sämtliche Busfahrscheine in Jorvik gehamstert hat, damit niemand ohne seine Zustimmung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren konnte? Was für ein Tyrann. Jetzt kontrolliert er nur noch die Registrierung von neuen Pferdenamen, was meiner Meinung nach immer noch viel zu viel Macht darstellt. Jedenfalls solltest du weiterreiten. Beachte den Kerl gar nicht. Husch. Okay, okay. Will mir den trotzdem nochmal reinziehen? Naja, nu. Okay. Leutnant Governor Garrett. Das ist interessanter. Siehst du, das ursprüngliche Fort
wurde im Mittelalter von Jon Jarl erbaut. Im Mittelalter. Also definitiv nicht 1800 noch was. Okay, also das muss dann schon mal richtig sein. Untergouverneur Garrett wurde das Fort im 17. Jahrhundert modernisiert. Dicken Mauern und mächtigen Kanonen, die der Gouverneur errichten ließ, wurden hier zur Verteidigung Jorviks eingesetzt, das nie von Schiffen angegriffen wurde. Aber sie geben einen tollen Hintergrund für Selfies ab. An Garretts paranoide kolonialistische Verwaltung der Region erinnert bis heute eine prächtige Statue, bedrohlich über den Platz emporragt. Ja. Oh Mann, so viel zu Ja, lesen. Inhalt. Port Pinta ist die einzige Gemeinde des Bezirks Silverglade und wird seit 2020 vom äußerst beliebten Bürgermeister Peanut geführt. Ja, Du man sieht Info. ihn da hinten mit dem grünen Hut. Ja. Die Tatsache, dass der Bürgermeister ein Pony ist, konnte diesen nicht an der Erhebung hoher Steuern hindern. Doch weil er so unglaublich süß ist, werden diese Steuern von allen gerne bezahlt. Verständlich. Gut, geht's weiter. Oh, was ist hier? Maddie, Die die Rennverantwortliche. Rennverantwortliche. Ah. Zwischendurch ein Rennen machen? Von mir aus. Okay. Kann keins Wenn machen. ich kann. Ah, Ich kann auch jetzt. nicht. Mit E hat Ich es nicht. geklappt. Ich kann weder E noch. Ach nein, ich habe auf die Tafel dahinter gedrückt. Nee, kann ich nicht. Ich denke, wir müssen erstmal hier weitermachen. Recycling. Ja. Die meisten Pferdemärkte auf Jorvik sind auf einige wenige Rassen mit unterschiedlichen Fellvarianten spezialisiert. Aber hier in Fort Pinter gehen James und Co. einen etwas anderen Weg. Hier erlebst du eine bunte Vielfalt an Rassen und hast immer die Gelegenheit, die Rasse zu kennen, die zuletzt nach Jorvik gekommen ist. Hufeisen. Ecke Joa. hinten links. Ich hab auch Hufeisen. Kling. Nee, Hufeisen hier. Erster. Oh Mann, Angelo, Hilfe. Okay, wo geht's? Oh, schon wieder goldenes Hufeisen in der Nähe. Da. Hier. Hier drüben. Wir lassen jedes Mal Ballons steigen, ist dir schon aufgefallen? Na klar. Hier, auch ein goldenes Hufeisen. Boah, da können wir ja richtig fett einsammeln. Recycling. Da haben sie wieder gebadet hier und haben alles stehen lassen. Typisch. Typisch Moment, bin Touristen. ich da? Ich dachte, ah, hier. Vielleicht gibt es bei dir zu Hause einen Hundepark oder einen hundefreundlichen Strand. Hier in Fort Pinter befindet sich der erste Strand seiner Art, an dem Pferde schwimmen und herumtollen können. Dort gibt es sogar ein absolut sicheres und vorschriftsgerechtes Sprungbrett, falls deinem Connemara-Pony mal der Sinn nach einem Bauchplatscher steht. Am Strand von Fort Pinter startet jedes Jahr zur gleichen Zeit die Sommerstrandparty. Wenn du dich dieses Jahr nicht an sie erinnerst, hast du wahrscheinlich zu viele Tims coolen Smoothies getrunken. Von Tims. Ja, ich kann mich dran erinnern. Cool. Ich glaube, ich war noch. Waren wir da nicht? Haben wir sie verpasst? Nee. Ich kann mich hier an Bruce erinnern. Ja, Bruce. Bruce war übel. Warum? Ich hab keinen Connemara, aber ich mache trotzdem Bauchklatscher. Ich auch. Wow! Warte mal, ich will Anlauf Boah, nehmen. mein Pferd kann sogar übers Wasser laufen.
Okay, ich komme. Wow. Okay. So, einmal. Da hinten geht's weiter. Da auch. Ja, ach so, du bist ja da schon. Warte mal, ich muss mal gucken, wie viel Hufeisen habe ich denn jetzt schon? 14. Ernsthaft? Boah. Ernsthaft? Ich hab 12. Okay. Naja, gut. Ich hatte ja auch nichts anderes zu tun. Hey, Jojo, vielen Dank fürs Folgen. Danke. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Wir sind hier schwer am ich auch. Geburtstags-Sachen erledigen. Ja. So, wo reiten wir jetzt als nächstes hin? Nee, ja, vielleicht haben wir ja ein bisschen Unterstützung, ne? Ja, bei den Quiz und so. Nicht so leicht manchmal. Ach so, wir haben das noch gar nicht abgegeben. Wir haben doch alle, wir wissen immer noch nicht. Wieso, waren wir schon fertig? Ja, wir waren fertig. Okay, warte dann mal. Nee, hier ist falsch. Ah, Hilfe. Boah, das war knapp. Warte mal kurz, ich komm gleich. Warte. Hier ist... Ich war gerade kurz abgelenkt, aber ich bin wieder da. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, wo du bist. Bei den Stegen bin ich. Hier ist nämlich noch eine Sache, die uns über Fort Pinter erzählen. Der Hafen von Fort Pinter ist seit den Gründungstagen des Forts ein wichtiger Handelsplatz. In den letzten 10 Jahren ist der Hafen 2-mal renoviert worden und ermöglicht es nun auch Reitern, mit ihren Pferden Fähren zur Südhofhalbinsel nach Jarlaheim und zum Westkamp Fischerdorf zu besteigen. Stimmt. Aber eigentlich bin ich von hier immer nur nach Südhof gefahren. So. Aber hier muss noch irgendwo was sein. Oben, oder? Oben, bei der Disco wahrscheinlich. Disco! Dancen! Ja. Party on! So, Skylar, du bist doch hier die Tänzerin, du darfst. Ich bin noch gar nicht da. So. Hier liegt sogar noch ein Hufeisen. Na. Also. Die Disco von Fort Pinter wurde 2012 eröffnet und stellt seither einen beliebten Wochenendtreffpunkt dar. Manchmal treten doch auch, dort auch Künstler aus dem Umland von Jorvik auf. Ja, vielleicht war ja mal hier, wie hieß der Rapper, der in Jorvik City ist? Ich hab seinen Namen vergessen. Hm. Raptor. Ich weiß. Ja, Raptor, genau. Raptor hieß der. Hier ist ein Hufeisen. Und hier ist Recycling. So, jetzt gehen wir gleich mal gucken, wie viele Fragen wir richtig hatten bei dem Quiz. Das war ja schon das Elite-Quiz. So, würde mich nicht wundern, wenn wir das nicht geschafft haben. Ein paar Fragen waren schon sehr tricky. Ich bin gleich wieder da, ja. Okay. Okay, mal sehen, ob du ein Genie bist. Abgeschlossen. Ernsthaft? Richtig. Alles richtig. Nur Skylar hat es nicht mitgekriegt. Ha! Wahnsinn. Ja. Da habe ich jetzt ein Ausrufungszeichen. Ah. Nein, ich habe mich zu früh gefreut. Eine Frage falsch. Was? Hast du nur eine Frage falsch beantwortet oder alle? Das verrate ich dir nicht. Versuche es morgen nochmal. Oh Gott. Ich dachte, wir haben es nicht geschafft. Tja, welche Frage war es wohl? Naja. Egal. Morgen Trostpreis. Willkommen.
Eigentlich wieder nur eine Rakete. Gut, was gibt's hier noch zu erledigen? Doyle's Abbey. Okay, also ich denke mal, hier gibt's nicht mehr viel. Doyle's Abbey gehört also zu Fort Pinter anscheinend. Weil ich kann meine Kopfhörer noch nicht abgeben. Na gut. Hoffentlich findet mich Skylar. Oh, ein goldenes Hufeisen in der Nähe. Jetzt. Unten? Da oben. So, ich bin wieder da. Wir haben es nicht geschafft. Ich habe mich schon voll gefreut. Echt jetzt nicht? Dann hat er gesagt, Edgy Badgy. Müssen wir es jetzt nochmal machen? Naja, nicht jetzt. Morgen können wir es erst wieder machen. Oh. Aber er hat nicht mehr gesagt, eine oder alle Fragen, das wird er uns nicht sagen. Okay. Nein. Googeln. Ich bin, weißt du die Fragen noch? Ich bin abgestürzt. Oh, mach doch nicht sowas. Hier war irgendwo ein Hufeisen. Ach so, wenn du mich suchst, ich war gerade auf dem Weg nach Doyle's Abbey. Okay. Weil diese kommentierte, was ist das? Kommentierte Reise? Die, da gehört Doyle's Abbey auch dazu. Hier ist ein Hufeisen. Ja, wenn man durchs Tor reitet, sagt er, hier ist ein Hufeisen. Ich suche das gerade, aber ich finde das. Das ist garantiert nicht. Irgendwo unten, oder? Ich war gerade unten. Vielleicht ist es ja auch oben. Kann man denn. Kann man denn bis. Deutscher kann man Knopf. Da oben auf den Zinnen lang reiten? Ich will. Nee, ich glaube nicht. Also man kommt zwar. Nein. Hier nee. In der Nähe. Ja. Wo kann es sein? Wie, und du guckst jetzt da unten rum? Nee, ich bin schon wieder oben. So, wieso sehe ich dich nicht? Hier bin ich. Ah, da bist du ja. Ja, wie kann man mich nicht erkennen mit meinem tollen Hut? Ich reite mal links runter. Ach, sehen wir nicht schick aus? Ja, wir sind die Schärfsten. So. Wie lange geht die Feier eigentlich? Weißt du das? Nee, ne? Das weiß ich leider nicht. Aber vielleicht kann uns das ja jemand sagen, der schlauer ist als wir. Ja. Und auch, wo dieses Hufeisen sein soll. Ich befürchte fast, es ist wirklich auf den Burgzinnen da. Aber die Frage ist, soll ich das wirklich extra hochreiten? Wegen einem Hufeisen. Weiß es. Ach komm, wir reiten nach Doyle's Abbey. Okay. Ja, Angelo, gib alles. Wenn ich bloß noch wüsste, wie ich rückwärts gucken kann. Ich glaube, hier gibt es keinen Rückspiegel. Ich glaube auch nicht. Also ich wüsste es nicht. Tja, so kann es gehen. Man ist Level 21 und hat schon wieder alles vergessen. Oh, hier ist wer? Gehört zu dem Rennen? Ach, ein Tierarzt! Bist du schon da? Ich hab den Hinweis gefunden! Hier war doch ein Hinweis. In Fort Pinter. Unten. Unten, hier sind noch Geschäfte. Die sind irgendwie neu. Ach, bist du jetzt noch gar nicht Doyle's Abbey? Nee, ich war gerade auf dem Weg und hab den Hinweis gefunden. Ach so, weil du gesagt hast, Doyle's Abbey. Ich bin auf dem Championatsplatz. Na gut, ich bin schon da. Championatsplatz. Muss ich den auch öffnen? Den Hinweis? Ja. Ja, oh, naja, Mann. Musst du doch gestartet haben bei Lou, oder? Ja, ja. Na gut, dann wollen wir mal schnell unten lang. Zweite Geburtstagshinweissuche. Erster Hinweis, abgeschlossen. Ach, das ist schon die zweite Suche. Okay, zweiter Hinweis. Reite zur heiligen Stätte auf dem Hügel. Umschlossen von uralten Wurzeln. Dieser heilige Boden ist noch immer eine beliebte Ritualstätte für Druiden. Okay, wo muss ich jetzt hin? Hier, wo ich stehe, da ist normalerweise Zettel dran. Nicht los, du für kannst, mich. Du kannst jetzt den zweiten Quiz erst machen, wenn du den ersten abgeschlossen hast. Ach so. Na gut, okay, dann reite ich wieder mal nur mit, oder wie?
Na egal, dann jetzt mal zu Deutz Abbey. Ich habe keinen Plan. So, hier oben. Ja, Doyle's Abbey. Ich wollte schon immer mal ein bisschen mehr über Doyle's Abbey erfahren. Hier ist der nächste Hinweis. Und auch dritter Hinweis. Reite zum hippen Treffpunkt, an dem du die Nacht durchfeiern kannst. Werde richtig funky und zeig allen deinen Boogie. Das kann ja nur die Disco sein. So, aber hier ist das Walkie-Talkie. Das besinnliche Doyle's Abbey ist ein heiliger Ort mit uralten Wurzeln. Bitte verhalte dich während deines Besuchs respektvoll. Der Ort mit dem göttlichen Geist Aydin verbunden und deswegen für die Druiden der Insel von ganz besonderer Bedeutung. Bis zum heutigen Tag halten die Bewahrer Aydins hier Rituale wie Gedenkfeiern für gefallene Helden ab. Ja, wurde hier nicht auch, wie hieß er denn? Was so traurig war? Ella? Ja, ich überlege gerade. Oh, weia, ich habe als... Eine ist doch gestorben. Nee, hieß sie nicht irgendwie Elizabeth? Nee, Elizabeth, nee. Catherine? Nee. Catherine war schon lange tot. Wie hieß sie denn? Weiß das leider auch nicht mehr. Ja. Wer es weiß, ist das schreibt übel. Es uns. Auf alle Fälle war es ja echt voll traurig. Ja. Hier sollte jetzt der letzte Punkt sein. Ja, die Höhle von Jarl natürlich. Ja, die kommentierte Tour durch Fort Pinter fertig. Skylar, möchtest du? Kann's nicht. Hm? Aber warte mal, ich guck bei dir. Hier liegt Jon Jarl, erster König des modernen Jorviks und Nachfahre der Wikinger, die Jorvik entdeckt haben. Auf seine Herrschaft gehen viele der bekanntesten Wahrzeichen und Legenden Jorviks zurück. Doch Jon Jarls Vermächtnis hat eine Schattenseite. Weiter? Bitte? Ja, ich hab schon. Die Insel war nie unbewohnt. Die einheimischen Kalter und andere noch frühere Siedler, die mit den Druiden oder den mysteriösen Valar, da haben wir sie wieder, in Verbindung standen, wurden im Zuge von Jon Jarls Eroberungsfeldzug getötet oder in den Untergrund getrieben. Ja, du hast recht gehabt, die Kalter, das sind die Einheimischen gewesen, die waren natürlich früher da. Das war der Fehler bei unserem Quiz. Ja. Ah, du hast recht gehabt, das waren die Druiden. Das wissen wir wenigstens fürs nächste Mal, ne? Ja. Naja, ist auch nicht so schlimm. Ich hoffe ja, dass ich nächstes Mal mitmachen kann und dann habe ich wenigstens auch was zu tun. Eine kürzlich erfolgte seismografische Untersuchung der Gruft enthüllte 4 verborgene Kammern unter dem Grabmal. Über ihren Zweck und Inhalt lässt sich nur spekulieren. Okay. Okay. Gut. Dann können wir jetzt zurück. Die Kopfhörer wieder abgeben. Ja. Und den Hinweis aus der Disco holen. Der Disse. Der Disse. Aus der Disse. Ab in zur Disse. Das ist auch der Duke. Kräuter. Die kann ich sammeln. Jute. Jute, ich könnte brechen. Ja, vor allem. So, ne, echt, ich habe so lange nicht gespielt. Ja, ich habe mich echt gefreut, dass ich jetzt hier. Ach so, warte, hier war ein Hufeisen. Ich habe es eingesammelt. Im Vorbeireiten. Ich war gerade so geschockt, so weit habe ich überhaupt nicht gedacht. Naja. Weil ich habe es ja ausgemacht, also. Solltest du doch nicht. Ja. Ja. So. Gut, Fort Pinter abgehakt.
Zurück nach Moorland oder was? Reisen ist in der Nähe, hier ist noch eins. Ach so, das war ja das von vorhin. Ja gut, das können wir das ja... Ach nee, hier war ja noch ein... ab zur Disse natürlich. Hier drüben ist ein grünes, ach so. Ausführungszeichen. Für mich. For me. Ja, das ist doch die Abgabe von dem kommentierten Fortpinter-Runden. Hast du das jetzt schon gemacht? Ja, das ist nur abgeben. Ach so, hab ich das gemacht? Nee, ich meine, hast du schon, ja? Ja. Okay. Vierter Hinweis, reite am Strand entlang, bis du einen alten Baum findest. Welcher Baum? Sag du es mir. Anne. Hier ist Hauptmann Hotzenplotz. So, da bin ich wieder. Muss mal jetzt, das hast mich verunsichert. Ich weiß gar nicht, ob ich das abgegeben habe. Richtig. Ja, sonst hättest du ja ein grünes Ausführungszeichen. Ja, die kam da runter. Wir müssen doch hoch. Hier auf die Burg zinnen. Komme ich aber nicht mit meinem Pferd da hoch, aber doch, ich werde es wagen. Ach, hier ist noch ein Hufeisen. Mehrere. Ja, gut, dass ich hier hochgegangen bin. Ah. So, absteigen. Mein Pferd hier nicht weiter belasten. Hast du mich verloren? Ich bin ganz oben auf dem Turm. Die Kanone. Ich weiß. Bin auch da. Okay, das war Nummer 1. Dann warten wir mal auf die Skylaw. Was gab's überhaupt zum Eintauschen? Hast du schon geguckt? Ach ja, das war ja das, Fragezeichen eintauschen, ne? Ja. Nee, nicht runterreiten. Ach so. Darum ging's doch. Das Hufeisen war doch am Burgausgang. Und ich denke, wir kommen nur von hier dorthin. An der Wand lang. Ja. Tja, der Duke wieder, ja? Hat wieder den richtigen Riecher gehabt. Da. Komm, wir springen mal hier Kamikaze-mäßig runter. Musst du dich? Wow. Wie geil er da runterspringt. Ach, bei dir sah das ja voll gemütlich aus. Na gut, ich glaube, wir sollten mal nach Moorland ein Stück Torte essen. Und ja, dann eine kleine Stärkung wäre ja mal nicht verkehrt. Bitte? Ich sag, eine kleine Stärkung wäre nicht verkehrt. Genau. Aber hier sind auch noch... Ich habe grüne Ausrufungszeichen. Ich will sie nicht, ja? Dann muss ich nachher alles von vorne machen. Wenn die jetzt schon grün sind und ich sie nicht einsammle, dann habe ich nachher ein Problem. Ich verstehe gar nicht, warum ich da... Ich habe auf der großen Map kein grünes, aber auf der Minimap. Wäre ja mal toll. Muss das mal abchecken. Kann sein, dass das Hollow Woods-Rennen ist. Hier habe ich ein grünes... Ah ja, das wird sein, oder? Hier habe ich ein grünes Ausrufungszeichen. Genau. Ja, was ist das?
Bonnie. Habe ich bei Bonnie ein Ausrufungszeichen? Komisch. Oh, ist das nicht, wer singt da? Das, Patterson? Oder die Naomi? Boah, ich hab schon wieder ein Level ab. Ich sehe schon. Sah ja cool aus. Kann ich die nicht anklicken? Ich habe hier ein grünes Ausrufungszeichen, aber kann sie nicht anklicken. Das ist very strange, my friend. Da ist das woanders. Aber es sieht so aus, als ob mehrere das Problem haben. Ich kann dir nicht helfen. Hintergrund wechseln. Schwarz, grün, weiß. Ah. Ja, das geht hier einigen so, die versuchen es anzuklicken und es funktioniert. Ich hab nicht mal eins. Ja. Ja, naja, gut. Geht es aber auch nicht besser, ne? Oder schlechter. Ja! Halt, ich hab. Jetzt ist das. Muss man noch ein grünes. Kann sein, dass das Rennen von Hollow Woods ist. Ich muss da trotzdem, ich muss das checken. Das kann ich nicht schlafen. Mach mal. Nee, mach mal. Kein Problem. Kommst du mit oder chillst du da auf der Picknick? Ich komm mit. Das ist ja voll lieb von dir. Wo auch immer du gerade bist. Ich sehe ja nix. Ich bin über den GED-Platz geritten. Dann hoch. Ach, da oben bist du hin. Okay. Ja, ich hoffe aber wirklich, dass es nächstes Mal funktioniert, ja, dass wir uns sehen und. Ich reite richtig. Ja, ich meine, du kannst ja nochmal, wir können ja nochmal eine Gruppe machen, ja. Okay, also sag mir mal, über den GED-Platz, okay, bin ich. Dann und rechts. Dann weiter hoch, ja? Ja. Rechts hoch. Ja. Okay. Hi. Ach, da kommt immer der Tor, immer der Torte nach. Oh. Da. Okay, Hollow Woods ist das irgendwie nicht? Nee. Ja, doch. Ist der Steve's Farm. Ein goldenes Hufeisen. Ja, wir sind ja auch blöd. Wieso haben wir nicht gleich die goldenen Hufeisen eingetauscht? Dann hätten wir doch noch ein Geschenk bekommen. Können wir immer noch schnell machen, oder? Ja, aber wird schon dunkel. Macht ja nix. Hufeisen. Cool. Wie viel habe ich denn jetzt schon? Och, Mensch, was wir für 18 Stück. Lassen. Ich glaube, es ist doch Hollow Woods, weil irgendwie. Weit. Links. Ach, so schön über die Landschaft reiten. Ach, hallo, Marley. Nee, Landon. So eine Hasen. Die Hasen haben sie ja überarbeitet. Wieso sind die jetzt schon? Achso, wo sind denn die ganzen Hasen? Na jo. Nö. Da ist ein zeitlich begrenztes Event. Oh, was haben wir denn hier? Können wir anklicken? Komm, wir machen das. Ballonrennen. Machen wir das? Mhm. Okay. Also, alles Gute. Bist du hier, um an der traditionellen Ballonjagd teilzunehmen? Es ist nicht schwer, wir werden sehen und macht richtig Spaß. Duke, sieh dir all die Ballons an. Abgeschlossen. Okay. Oh. War schon weiter gedrückt. Oh, Rennen startet. Drücke den. Was soll ich denn hier machen? Ah, so.
machen. Sachen einsammeln. Okay. Hey. Durch. Oh. Okay. Zu spät. Zu tief. Ich bin gegen den Ballon gesprungen, hab mir die Birne gestoßen. Oh. Nein. Ach so, du bist einfach zurückgeritten. Ich bin einfach weitergeritten. Okay, die Zeit wird man in... Na gut, nach Zeit. Reite zum Ziel. Ich habe gar nicht alle eingesammelt. Mann, nein. Mist, ich habe schlechtes Timing. Gute Arbeit. Hallo. Forderung erfüllt. Zum Geburtstag. The only Yo-Yo. Ich war vorbeigegangen. Bist du noch da? Oh nein, auf den letzten Metern. Okay. So. War ja klar gewesen. So. Das war aber nicht das Ausrufungszeichen, was ich gesucht habe. Beziehungsweise da war gar kein Ausrufungszeichen. Verstehe nicht, wo mir das nicht auf der Map auf der großen Map angezeigt wird. Hast du mal ins Logbuch geguckt, ans Auftragslog? Achso, nee. Mach mal nicht, dass das wir hier sind Geburtstagsscherze. Sprich mit Big Bunny. Vielleicht ist das der Scherz, dass man sie nicht anklicken kann. Ja, der Scherz. Ich wollte gerade sagen, der Scherz war, dass sie überhaupt nichts anklicken konnte. Oder jedenfalls ziemlich wenig. Vierter Hinweis. Haben sie mich ja voll hochgenommen. Ach, ich habe vergessen, am Strand entlang zu reiten und den vierten Hinweis am Baum einzusammeln. Naja. Wo hast du mich verloren? Ich bin gerade ein bisschen querfeld eingeritten. Bin auf der Straße nach Hollow Woods. Ah, da bist du ja. Aber das ist ja nicht da, wo das Ausrufungszeichen ist. Nicht, dass ich jetzt wieder zu Big Bonnie zurückreite. Aus. Naja, ich reite mal einfach hinter dir her. Du wirst schon wissen, was du tust. Ja, oh. Oh, ich habe auch gerade gesehen. Ein Fohlen. Oh, süß. Alter. Hier steht Anne. Guck mal. Oh, Duke, was für eine schöne Überraschung. Bin heraus, was Anne in Silverglade macht. Wie niedlich. Okay. Pferde. Ich wollte mir ja eigentlich ein Pferd kaufen. Das aber jetzt müssen wir auf nächstes... jetzt bin ich vorbeigeritten. Jetzt müssen wir aber auf nächstes Mal verschieben. Oh, wie süß. Tin Can. Wenn du Anne anklickst, dann hast du hier die Frontcam für Tin Can. Oh, süß. Er hat in letzter Zeit so viel Verstecken mit ihr gespielt, dass sie einfach sehr verspielt drauf ist. Ja, vorher, das haben wir mal an. Das mache ich jetzt später erst. Weiterführen. Ich wollte ja zu dem grünen. Das machen wir am nächsten Mal hier mit Tin Can, Cheyenne und Anne.
Ja, ich glaube, das ist das definitiv. Ach, Barney, altes Haus. Das sind deine Zwillingsbrüder. Okay, gut, dass du gesagt hast, Barney, dann weiß ich wenigstens, wo du bist. So, wenn ich mich jetzt da lang drehe, das ist definitiv, reite ich dann zurück. Okay. Weil irgendwie ist Hollow Woods, sehe ich jetzt nicht mehr. Ja, das wird nur das Rennen von Hollow Woods sein. Das können wir nächstes Mal auch noch machen. Genau, das machen Also. wir nächstes Mal. So, dann stelle ich mich. Meine Skyler. Oh. Und dann würde ich sagen, schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat Genau, euch vielen, vielen. gefallen. Ja. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Star Stable mit Skylar und Duke. Bis Ciao. dahin, tschüss.